und herzlich willkommen zum allerbesten Podcast auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Planeten aussieht. Nein, das aber ist richtig. Das ist richtig. Das ist endlich mal eine geile, gute, korrekte Anmoderation. Ja, aber ich weiß nicht, wie es auf anderen Planeten aussieht, ob die nicht geilere Podcasts haben. Auf der Venus wurde Monophosphan entdeckt, das heißt, eventuell gute Aussichten. Unter Mars wurden Riesenmengen an Wasser gefunden. Also es gibt, ich behaupte, es gibt Podcasts auf anderen Planeten. Ja, ja, aber diese Podcasts gibt es nicht auf Spotify, nicht auf iTunes, nicht auf Deezer und nicht als RSS-Feed und noch viel weniger mit Video auf YouTube, so wie dieser Podcast. Aber diesen hier gibt es. Ja. Auf all diesen Plattformen und mehr. Ja. Nee, auf genau diesen Plattformen nicht mehr. Ja. Genau. Hallo Jonas. Hallo Marius. Boah, ich habe fast wieder Alper gesagt. Echt? Weil wir die Plätze getauscht haben. Ne? Ja, ich verwirrt mich. Hallo, ich bin Alper. Hallo Alper. Bin auch da. Ich habe auch Hallo Alper gesagt. Aber Jonas hat noch sich gerechtfertigt. Das Zepter an sich gerissen. Heute reden wir über eine Hauptnews, über Kurznews. Wir haben die Film- und Serienstarts der Woche. Und genau. Und die Zuschauerfrage natürlich nicht vergessen. Und wir gucken kurz, was wir in den letzten Wochen geguckt haben. Dazu vorweg direkt eine Sache. Wir wollten eigentlich, wir haben es heute vor dem Podcast festgestellt, wir wollten eigentlich was geguckt haben. Alle Jurassic zusammen. World. Ne? Genau, also diese neue Zeichentrickserie, zu der es auch einige Kommentare gab. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben, also, ich habe es mir aufgeschrieben in diesem Büchlein, aber ich habe das dann. Also, das Büchlein nicht mehr angeguckt. Wir haben die Aufgabe vergessen, wir haben so zu machen. Wir haben die Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, wir haben so ein To-Do-System, wo jeder halt so seine Tasks bekommt, was halt so im Alltag so anfällt. Das hilft uns extrem. Aber wenn dann plötzlich halt mal was fehlt da drin, was wir eigentlich machen müssen, dann fällt das plötzlich weg. Also, das passiert. Wenn die Technik versagt, sind wir einfach hilflos. Ja, aber es war nicht die Technik, es war Jonas. Ja. Aber Jonas ist die Technik. Das stimmt. Aber Dr. Technik. Wir waren das auch alle ein bisschen, weil wir uns alle nicht dran erinnern. Ja, das ist wahr. Ich habe auch gerade eben erst, oh, stimmt, da war ja was. Aber es gab Kommentare, die sind tatsächlich ganz, ganz positiv auf diese Serie eingegangen. Aber wir werden ja sehen. Wir werden ja sehen. Ach, ey, also wenn ich da positiv überrascht werde und es mir erstaunlich gut gefällt, dann bin ich doch der Letzte, der sagt, nee, Moment, das muss Kacke sein. Also ich hoffe einfach, dass es wirklich so schlimm ist, dass Marius leidet, damit wir darüber sprechen können. Leidest du dann nicht auch? Und ich auch? Ja, aber ich meine, alles, was ich sehe, was schrecklich sein wird, wird halt trotzdem gefallen, wenn ich genau weiß, was Marius in diesem Moment gedacht hat. Jonas, welche Pille nimmst du? Du hast eine blaue und eine rote Pille zur Auswahl. Wenn du die blaue Pille nimmst, dann leidet keiner von uns. Wenn du die rote Pille nimmst, dann leiden wir alle. Die rote ist ein Sadist. Ja, auf jeden Fall, habe ich auch das Gefühl, vor allem nach den Worten gerade. Nee, ich mache immer so, weißt du, immer so kurz die rote und dann wieder die blaue und dann denke ich so, oh, ist alles wieder gut. Und dann mache ich das. Ne? Es gibt nur eine. Aber es gibt nur eine. Aber er schneidet sich Morpheus holt nicht irgendwie 10 Pillen raus. Was ist, wenn du beide gleichzeitig schluckst? Eigentlich. Was passiert dann? Ja, explodiert dein Kopf. Ich glaube, dann explodiert dein Klopf. Dein Klopf. Dein Klopf. Ich weiß es nicht. Sehe ich aus wie ein Wachowski? Schreibt in die Kommentare, was passiert, wenn man beide Pillen gleichzeitig schluckt. Unbedingt. Was ergeben denn? Welche Farbe geben? Blau und Rot? Lila, ne? Was? Ja. Oder? Grün! Aber was wäre die lila Pille? Wäre die Frage für Purple Pill. Einen anderen Podcast. Purple Pill Podcast, demnächst. Bei Funk. Dann wächst ihr aus dem Ohren Pimmel. Schreibt euren Abgeordneten beim Öffentlich-Rechtlichen, dass ihr den Purple-Pillen-Podcast wollt. Abgeordneten. Sag immer in den USA, schreibt deinem Abgeordneten, wenn du ein Problem hast. Das stimmt. Und wir haben halt die Abgeordneten bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt aber auch Abgeordneten-Watch, wo du mit den Abgeordneten tatsächlich in den Kontakt treten kannst. Eigentlich auch eine coole Sache. Macht nur keiner. Ich glaube, mehr als du denkst. Also, die ist relativ erfolgreich, die Seite. Ich weiß es nicht. Ja. Da hat auch die, es war nicht Marlene Mortler, es war die darauf kam, die neue Drogenbeauftragte. Da hat sie doch das Heinz-Rühmann-Gedicht gepostet. Hast du gewusst, dass man als Drogenbeauftragter erstmal alle Drogen nehmen muss, dass man weiß wie es funktioniert? Nee, weißt du was, wenn es so wäre, dann wäre es ja, dann wird's ja. Dann, oh, jetzt wird's politisch. Wir werden nicht politisch in diesem Podcast. Ja, und jetzt, wenn die mal alle Drogen nehmen würde, dann würde ich ja merken, wie cool das ist. Keine Drogen mehr. Ja. Drogen sind bad. Okay. Hier, komm. Übrigens heißt er Heinz Rühmann. Ich habe gerade nachgeguckt. Ich habe Rühmann gesagt. Rühmann. Heinz Rühmann. War es Heinz Rühmann das Gedicht? War es das Heinz Rühmann? Meinst du Heinz Erhard? Ich dachte es. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Aber nee, pass auf. Dann machen wir jetzt. Er hat eher Gedichte geschrieben als Heinz Rühmann. Also dann, alle Leute da draußen, die zum ersten Mal hier zuhören. Tschüss. Am besten geht ihr jetzt. Ja, wirklich. Also da hier werden Wissenslücken offenbart, die unglaublich sind. Also es geht um die Drogenbeauftragte, deren Namen ich leider vergessen habe.
Das passiert, warum du das passiert, wenn man das einfach nicht vorbereitet. Es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was du ich rede von, wie soll ich jetzt das Gedicht droppen? Ich rede jetzt von Daniela Ludwig. So heißt sie. Sorry. Ja, aber Freundin nennt sie Dani. Ich war die ganze Zeit bei Doris im Kopf, warum auch immer. Wie willst du ein improvisiertes Gespräch vorbereiten? Leute, ich muss einfach alles lernen. Hey, alles auswendig. Alles geskriptet hier. Ja? Ja, alles von Grund auf. Wir sind bei den öffentlich-rechtlichen, wir sind gesteuert. Ja. Ja. Es war natürlich nicht Heinz Rühmann. Es war Hans Erhard. Ja. Ha! War es. Er hat ein sehr schönes Gedicht geschrieben. Und nicht es, nur ging, eins. Nee, es ging halt um diese Jahre, Jahrzehnte alte Frage, warum in Deutschland Alkohol völlig legal ist, teilweise ab 16, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und Marihuana Wein. Halt zum Beispiel nicht. Ja, und sie so. Sagt halt natürlich dann immer so das berühmte Zitat mit: Tschüss, ja. Marihuana ist. Holt ihr uns jetzt Marihuana aus dem Set? Ich weiß auch nicht, was er da gerade macht. Marihuana ist auch kein Brokkoli, okay? Ach so, das Brokkoli. Das berühmte Gedicht, aber sie hat auch mal auf Abgeordnetenwatch ein Gedicht gepostet. Einfach so. auf eine sehr ernst gemeinte Frage zu einem sehr wichtigen gesellschaftlichen Thema. Sie hat mit diesem Heinz Erhardt-Gedicht. Aber sie hat ja auch gesagt, Marihuana ist verboten, weil es illegal ist. Ja, das war Marlene Mortler. Ach so, komm, alle gleich. Beide. Alle, oh mein Gott. Beide in derselben Partei. Obwohl, also CDU, CSU zumindest im Großen und Ganzen. Kommen wir weg von unserem kleinen Politik-Podcast. Wenn ihr was hast du gewählt? Wenn ihr den Purple Pillen Politik-Podcast wollt, schreibt eurem Abgeordneten bei Funk. Ja, schreibt ihm. Hallo Tom. Genau. Kommen wir zum Hauptthema, bevor das hier ausartet und wir sofort abgesetzt werden, von weil wir gesteuert. was passiert? Wir kriegen einen Brief von der Regierung. Danke, Merkel, das war's mit CSU. Wir kriegen einen handschriftlichen Brief von Angela Merkel. Hey, die steht doch hinter der Kamera und zieht die Schärfe. Guckt uns an und sagt so: Yo, Bros, was macht ihr da? Das ist nicht so lit. Nicht cool, nicht cool. Ja, nicht Dudes, so Dudes. Das ist nicht so fire. Immer wenn die im Bundestag Kopfhörer haben, hören die CSB zum Kontrollieren. Ganz genau, ja. Und wenn ihr seht, dass irgendwie Gregor Gysi oder so aus dem Kopf nickt, dann denkt er sich, ja, die Linken, wieder, die Boys, die sind die richtig drippen. Links, ey, du. Die flexen. Yo, wir sind so richtig, wir werden ja so. Alter, was ist jetzt los? Ü30 werden wir noch mal so richtig modern. Fancy, ich frage mich, ob wir jetzt schon peinlich sind. Also, so jugendlich, ob wir aber hallo. Cringe Master 3000. Also, für alle, die so jetzt noch im freshen Alter sind, von, ich sag mal so, 16 aufwärts, aber 20 abwärts, schreibt uns mal, ob wir drippen. Solange du keine cringy Hundekrawatte trägst, ist, glaube ich, alles gut. Ist das eine Anspielung auf etwas? Ja. Worauf denn? Was ist denn die cringy Hundekrawatte? Auf die? Habe ich nicht mitbekommen, was? Hast du das mitbekommen, Jonas? Hä? Der Ding hat doch immer, immer eine Hundekrawatte der an. Mann mit dem Gesicht der und den Augen. Der Mann. Oh, jetzt musst du aufpassen. Ich hätte fast was gesagt. Der Gauland. Hat er nicht immer. Der hat doch so eine Hundekrawatte. Der hat wirklich immer eine Hunde. Ja. Also, der ist super cringy, der Mann. Ist er auch, natürlich. Um Himmels Willen. Oh Gott, jetzt wird's politisch. Und die Krawatte ist ja noch das Beste. Aber das mit der Krawatte ist mir wirklich noch nie aufgefallen. Okay, das ist weird. Okay. Gut, kommen wir zum Hauptthema. Wunderbar. Apropos. Hoppala. Ich habe aus. Sobald es politisch wird hier bei CSB, dann fange ich an zu zittern. Sobald es immer so öfter passiert. Oh, jetzt ist der Laptop kurz in den. Nicht auf den Teppich. Was machst du? Also, iPad hat gerade den Kaffee gedroppt. Du sollst nicht den Dreck auf den Boden. Ich hab mir das so einfach Ich hab eine Geschichte. Oh Gott. Okay, bevor wir anfangen, gibt's noch eine Geschichte. Nee, ich war, ich sag mal, vor zwei Jahren war ich zu Hause im Schwarzwald bei meiner Mutter. Ach, hast du geschlagen? Gekocht. Nee, die habe ich nicht. So beginnen alle Inzestgeschichten, Jonas. Nein, auf jeden Fall hat meine Mutter gekocht. Es gab Spaghetti mit Tomatensauce. Und es gab dazu natürlich so Käse zum Drauflöffeln, also Parmesan. Ja. Und ich habe dann draufgelöffelt, habe so ein bisschen zu viel draufgelöffelt. Nee, ja, das ist ein bisschen auf den Tisch gegangen. Dann habe ich es einfach genommen, habe es auf den Boden gemacht. Was? Warum? Warum? Richtig, weiß ich. Das war so aus dem Affekt. Ich wollte den Dreck so weghauen und habe ich ihn auf den Boden. Wurde geboxt. Nee, das Beste war aber, dass auf dem Boden halt noch so ein sehr flauschiger Teppich war. Das heißt. Oh Gott. Habt ihr nicht sogar auch noch eine Katze da? Carlo ist tot. Rest in Peace. Oh Gott, das war in ein, zwei Monaten gestorben. Oh. Ach, das ist jetzt vor kurzem passiert, oder? Genau. Ach so. Aber 18 Jahre alt. 18 Jahre. Ja.
Nicht schlecht. Gibt es dann eine neue Katze oder? Nee, komm. Nee, die wurde hinten im Garten begraben. Und jetzt sonnen sich da immer so Vögel drauf. Das ist der blanke Hohn. Ja, ja. Aber ich finde das süß, wenn man das im Garten macht. Das im Begraben. Ich glaube, das darf man nicht. Ja, ich glaube auch. Nee, die haben extra angerufen, gefragt, ob das okay ist. Ach, cool. Okay. Ja. Aber kurze Frage dazu. Wie hat deine Mutter reagiert, als du als ausgewachsener Mann mit fast 30 bist du ja? So wie ihr hat sie reagiert. So, also nicht mehr sauer, sondern einfach nur so. Unfassbar. Was ist denn da gerade? Ja, und die noch eine wichtige Frage ist: Saß dein kleiner Bruder auch am Tisch? Natürlich. Warst du ein schlechtes Vorbild? Oh Gott. Auf jeden Fall. Und wie hat er gelacht? Ja, das erzählt er auch immer wieder so Leuten. Kurzer Spoiler: es kommt gleich noch was für Jonas nachher im Podcast. Oh, okay. Da habe ich was bei der Vorbereitung entdeckt, das ist aber witzig. Guck, wir wissen jetzt, wie deine Mutter reagiert hat, wie dein Bruder reagiert hat. Was hat denn der Hausacher Stadtanzeiger dazu geschrieben? Weil ich meine, sonst passiert doch da nichts. Das war doch bestimmt Titelseite. Nee, Hausacher ist nicht so groß. Exil Hausacher verdreckt den Boden. es gibt so ein Blättle, aber das ist ein Blättle! Verwirrter Mann wischt Käse auf den Teppich. Nee, es gibt so ein Blättle, das ist dann von mehreren. Ist dann von mehreren Städtchen. Es heißt Blättle? Ja, es ist Blättle. Aber weißt du noch, als Jonas gesagt hat, das ist gar nicht so, dass immer eine LE hinten dran ist. Das ist dieser Blättle, das Käsle war auch von den Nudle, vom Tischle gefallen. Gefallen. Ja, nee, das ist gar nicht so. Aber bei uns im Blättle steht. Das ist wie bei Hot Fuzz, dieser Journalist, der dieses Blättchen aus diesem Ort schreibt. Ja, es klingelt. Wie hieß denn der nochmal? Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, so einer läuft da bestimmt auch ein Haus auch rum. So der eine Journalist, der dieses Käseblatt, dieses Werbeblättchen macht und halt für den Tante Emma-Laden die Werbeeinschaltung macht. Das und für das Café in der Ecke. Nur dass in Hausach der Journalist Rory McCann ist, also der Yarp sagt und Narb, der ist auch der Yarp. Das Journalistille. Aber was ist mit dem Blättle? Sorry, was ist mit dem Blättle? Du wolltest was dazu das erzählen. Blättle schon mal, was? Hast du mal auf das Blättle geschrieben, ne? Nee. Ich habe es auch nicht so viel wirklich gelesen. Also, warst du mal in einem Blättle drin, le? Ich weiß es nicht. Warst du nicht erfolgreich? Ich war nicht erfolgreich, genau. Ja. Haben die auch wie die Bild so Titel 1 Mädchen auf dem Titelblatt? Ja, immer dann so haben die auf Seite 3 verschoben, so oder? Im Schwarzwald, wie sie sich einen Baumstamm oder Aber sorry, was war jetzt mit einem Blättle? Weil das interessiert mich ja schon. Ja. Können wir mal so ein Blättle kriegen? Ja, kannst du mal so eine kann man das abonnieren? Das kriegt man halt nur als Anwohner. Der läuft rum, ist in 10 Minuten, hat das in alle Haushalte in Hausach verteilt. Aber das ist nur für Hausach, ne? Nee, das ist für mehrere Städtle. Auch für hier. Auch für Haslach. Haslach. Gutach? Gutach, Haslach. Wolfach. Haslach bin ich mir nicht sicher. Haslach. Gutach auf. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich muss mal meine Mama fragen. Ich muss mal wieder zu ihr gehen, ein bisschen hier. So Schwarzwälder, Bermuda-Dreieck. Haslach, Wolfach, Hausach. Die Dreifaltigkeit. Der Geschwisterliebe. Manche droppen Mikes und Jonas droppt den Cheese. Einfach on the floor. Also, diese Frage, ob wir cringe sind, ist damit auch beantwortet. Ja. Cringecast. Was war jetzt mit dem Blättle? Ich weiß es nicht. Du hast wirklich vergessen, ne? Das ist ja komplett Wir müssen einfach nachschlagen. Vielleicht gibt es ein Online-Archiv. Ja. Wow. Ich wundere mich, dass Jonas Mutter nicht nachgeschlagen hat. Wie kamen wir da drauf eigentlich? Du wolltest irgendwie anfangen und dann habe ich eine Geschichte erzählt. Ja, ich habe auch eine Geschichte. Kaffee, der Kaffee wurde gedroppt und der Kaffee ist wie Käse. Und vom verschütteten Kaffee kommt man zu Käse, den man einfach vom Tisch auf den Boden trinkt. Es gibt ja Käse mit verschiedenen Aromen. Es gibt Bierkäse zum Beispiel. Wird das eine Überleitung? Nee, aber scheiß das Hauptthema. Gibt es Kaffeekäse? Ja. 100%. Ja. Also schon mal gesehen? Ich glaube, ich habe das Schocker schon mal gegessen. Also mich überrascht da gar nichts. Ich habe mal einen Bierkäse gegessen, das war mit Kölsch. Mhm. Das ist sowieso für manche schon mal so, was? Ja. Und es hat mir auch nicht geschmeckt. Hm. Ich habe mal vor kurzem Knoblauchkäse gegessen und der war echt nicht gut. Aber wir sind uns einig. Pesto-Käse ist der geilste. Ist der geilste Scheiß überhaupt. Liebe ich über alles. Wir essen ja am Freitag bei mir zu Hause. Ja. Cool. Jonas kocht nicht, Albert. Ja. Ja. Obwohl das noch. Und wisst ihr, was es gibt? Ich weigere mich ja auch nicht, um Himmels Willen. Es gibt keinen richtigen Nachtisch. Was? Aber
Es gibt eine Käseplatte. Oh, okay. Da hast du, ich bin hundertprozentig dabei. Ich hoffe aber viele Hartkäse. Ich bin nicht so der Weichkäse-Fan. Nee, nur Hartkäse. Oh, schade, ich bin Weichkäse-Fan. Du kannst ja einen mitbringen. Okay. Wir haben Alper mal einen Mönchskopf geschenkt. Oh, der war geil. Der war köstlich. Mit einem Käsehobel. Mit einem Käsehobel dazu. Ja. Das Problem mit dem Käsehobel, ich habe ihn ja letztens wieder ausgepackt und benutze den wieder. Aber das Problem ist, dass halt dieser riesige Käse drauf muss und dass man sich immer so direkt für eine Käsesorte committet für einen Monat. Für einen Monat. Wie lange hast du für den Mönchskopf gebraucht? Der war aber so köstlich und ich war so ungezügelt. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Moment, da müssen wir aber die ganze Story erzählen. Was hat deine Freundin zu dem Käse gesagt? Die fand den zu kotzen. Die hat gesagt, der schmeckt wie Kotze. Genau. Ja. Kotzkäse. Ich fand den gut. Ja, aber die steht auch lecker. Die steht aber auch auf den langweiligsten Käse der Welt. Was sagt ihr zu so Schimmelkäse? Gouda Jung? Ja, genau. Gouda Jung. Das ist so der so Butterkäse und sowas. Das ist langweilig. Find ich total langweilig. Ich finde inzwischen auch nicht mehr so geil zum Überbacken. Ich mag da inzwischen auch lieber auch alt. Mittelalt ist das Minimum. Ja. Aber das Geilste ist, so in Holland kriegst du halt diesen. Im Haus hast du ein bisschen anders. Da ist die Jung besser. Diesen richtig alten Gouda, der schon so diese Kristalle gebildet hat, wo es ein bisschen knuspert für ihn ist. Ja. Das ist das Beste. Oh ja. Oder Blumenkäse mit Blumen. Was sagst du so zu Blauschimmelkäse? Bin ich auch dabei. Verstehe ich so. Doch. Bin ich noch nicht so. Ich mag sogar Limburger und sowas. Also die richtig. Am Samstag hatte ich überbackenen Ziegenkäse mit Honig. Oh, geil. Und ich hatte vorletztes Wochenende Käsefondue aus der Schweiz. Also ihr wisst aber schon, dass wir alle. Ich bin nicht so der Käsefondue. Das ist ja auch sehr weich. Ihr wisst aber auch schon, dass wir alle Veganer verlieren gerade, ne? In diesem Podcast. Es gibt sehr guten Veganen. Ja, das ist verdammt gut. Ich habe mal so Parmesan gegessen. Mhm. Also Parmesan Fake aus Cashewkernen und sowas. Und es funktioniert. Du weißt, dass das von Ziegenfüßen Klauen abgerieben wird. Nicht von Jonas. Von Jonas. Aber ich habe letztens auch mal vegane Eier gegessen und das war einfach der. Also ohne Scheiß, ich sag wirklich ganz offen, ich fand es leckerer als Eier. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das. Ich muss das probieren. Das ist recht, ich fand es richtig geil. Aber es geht. Ne? Also es ist jetzt nicht unbezahlbar teuer, um mich mitzunehmen. Aber ja, ist natürlich auch so ein anderes. Das ist witzig, ich hatte mich nämlich vorher noch gefragt, hey, kann man. Eier, also wirklich so ein Spiegelei oder so. Verdammt. Gibt es da eine Alternative? Gibt es. Und gibt dann kam das hier an und so, ja, okay, es funktioniert. Ich hatte das halt einmal vor einem Jahr im Ausland. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, es war in Prag. Da hatte ich so ein veganes Frühstück. Ich glaube, es war in Bergheim. Veganes Rührei. Und das war einfach super geil. Und ich habe das jetzt, ich glaube, ich habe jetzt das gefunden, was die halt dafür benutzt haben. Und es ist einfach köstlich. Seidentofen nennt man auch dafür. Sollen wir mal loslegen? Ja, ich will mir auch wissen, was abgeht. Nach 20 Minuten sehe ich hier auf der Uhr. Kommen wir mal. Das Ding ist halt. Gott, das ist kein guter Verkauf, ne? Wenn ich jetzt sage, das Hauptthema ist super boring. Das ist sehr schlecht verkauft. Lieber Käse? aufgepasst. Wir haben alle diverse Streaming-Plattformen abonniert. Mhm. Und jetzt gibt es ein paar Wall Street-Analysten, die haben sich die letzten Netflix-Finanzkonferenzen angeguckt und was die da gesagt haben. Mhm. Und da gab es zwei in der letzten Zeit. Und bei der ersten hat Netflix gesagt, es wird keine Preiserhöhung mehr geben. Die letzte gab es ja 2019. Und in der letzten Konferenz haben sie ihren Ton geändert und gesagt, könnte man mal drüber nachdenken. Das hat die Analysten dazu bewogen und deren Meinung ist sehr gefragt. Und alle anderen gucken auch da drauf. Und dann haben die gesagt, mittellangfristig wird der Preis für Netflix, für das Abo erhöht. Und es kann, so nach Schätzung, es steht noch nichts fest, aber bis zu $2 pro Monat mehr kosten. Und es wird auch Europa treffen. Ja. Aber wird dann auch, ist ja halt immer die Frage, ob die Dollar auch dann quasi in Euro umgerechnet werden. Ja. Also quasi 1:1, oder? Wird das meistens gemacht, das ist doch nicht bei fast. Ja, es wird also 2 Dollar, wenn dann 2 Euro, ja. Ja, genau. Ja, und jetzt ist halt die große Frage, okay, aber es kommen ja immer mehr Plattformen, ne? Ja, und wann ist so die Obergrenze erreicht? Genau, wann ist die Obergrenze vorher erreicht? Gerade wir durch unseren Job, ich habe ja wirklich. Also mit einer Ausnahme, die ich jetzt nicht sagen werde, habe ich eigentlich alle Plattformen. Ich habe sogar so kleinen Scheiß mittlerweile. An dieser Stelle möchte ich auch. Boah, das ist perfekt, um mal darüber zu sprechen, weil es gibt natürlich auch so viele Plattformen, die man nicht kennt, die auch wirklich tolle Services anbieten, die auch weniger kosten als Netflix. Lass mich jetzt nur gerade, ich will jetzt den Namen nicht falsch sagen, aber es gibt zum Beispiel House of Horror, heißt das, glaube ich. Und sind das diese Amazon-Channels? Nee, die meine ich nicht. Ah, okay. Da hatte ich mal einen. Aber da war so wenig drin, muss ich ehrlich sagen. Ja, und deshalb fand ich dein Verhältnis zu ein bisschen teuer. Genau, ich hatte Shudder zum Beispiel mal, habe ich mal ausgetestet. Ich hatte den
MGM-Kanal, weil da ein paar coole Sachen drin waren, die ich sehen wollte. Es sind immer so zwei, drei Sachen drin, die man cool findet, aber dafür, ich weiß nicht. Und dann shift es das aber auch immer wieder zu Prime rüber, teilweise die Filme. Und dann gibt es die Sachen im MGM-Channel zum Beispiel, aber auch im Horror-Kanal, also in Shudder oder sowas. Mhm. Also, das ist ja doof. Also, das ist mir zu chaotisch bei Amazon. Ich hätte jetzt auch wieder ein Monats-Sky-Ticket. Die haben halt ein krasses Programm, aber alles andere ist halt, also die Technik und die Qualität ist halt wirklich unter aller Sau. Ich habe Netflix ist halt schon immer, ich finde, Netflix macht halt so in dem Bereich fast alles richtig, außer halt mit dem Content. Da passieren ja auch viele schlimme Dinge. Ich wollte auf Sky die neue Staffel von Silicon Valley gucken, also die letzte. Auf einmal sagt mein Fernseher, oh, Player funktioniert nicht. Ich habe das eine Woche später nochmal bringt, Player funktioniert nicht. Ich will doch nur Silicon Valley gucken. Was ich zum Beispiel meine, sind die Leonin Streaming Services. Da gibt es nämlich Leonine. Ich weiß bis heute nicht, wie man das ausspricht. Aber da gibt es Home of Horror, ist es nicht House of Horror, Home of Horror, sorry. Filmtastic und Athos Cinema haben die zum Beispiel ohne I. Da gibt es auch diverse Angebote, wenn man auch ein bisschen gezielter was sucht, wenn man zum Beispiel auch gerne viele Geheimtipps guckt und so weiter. Es gibt ja auch mittlerweile, also das ist ja Fluch und Segen zugleich. Es gibt ja auch viele Alternativangebote zu Netflix. Das darf man ja auch nie vergessen. Mhm. Es gibt jetzt auch einen Service, den The Tree. Oh Gott, ich krieg den Namen nicht zustande. Das will ich jetzt auch sagen. Da hat Kida Kode Ramadan war das, glaube ich, und Frederik Lau. Ich glaube, die beiden waren es. Aber ich will es jetzt auch nicht falsch sagen, weil die haben auch jetzt eine Streaming-Plattform aus Deutschland rausgebracht. Ich weiß nicht, inwiefern die da wirklich drin stecken. Oh Gott, jetzt ist The Tree Behind. Ich komme nicht auf den Namen. Wirklich nicht. Eine Plattform. Es gibt ja, das ist ja das Problem. Ne? Also, es kommt ganz Plattformen. Was ist mit der Zukunft? Man kann ja nicht alle Plattformen haben. Also, das ist ja viel zu teuer. Also, sorry, also es heißt Behind the Tree. Behind the Tree, das ist ein deutscher Independent-Streaming-Dienst. Ich glaube, der will auch vor allem Arthouse und Indie-Filme hoch rausbringen. Frag mich jetzt gerade nicht, inwiefern da das Bezahlmodell aussieht. Aber es stimmt, also Frederik Lau und Kida Kode Ramadan stecken da irgendwie mit drin. Also man muss auch einfach mal über den Tellerrand ein bisschen hinausschauen. Und dann Wie kriegt man das? Kann ich da so eine App installieren? Ist genau wie Netflix, Disney Plus und weiter. Gehst einfach auf die Webseite, meldest dich an, je nachdem, die sind teilweise so ja sogar kostenlos. Ich weiß jetzt nicht welche, frag mich nicht, da bin ich gerade überfragt, weil einfach auch da natürlich die Auswahl steigt, wenn man so ein bisschen den Überblick verliert. Aber, und man kann im, wie heißt das nochmal, das Filmarchiv in den USA? Movie Archive. Da kann man auch einfach kostenlos Filme gucken, weil die allgemein. Inzwischen gibt es aber auch extrem viele kostenlose Filme auf YouTube auch. Ja, und viele geschnittene kostenpflichtige. Aber kennt ihr das, wenn irgendjemand so einen Film auf YouTube hochlädt, aber das ist halt, da gibt es noch irgendeinen Verleiher dahinter, der die ganzen Rechte besitzt. Aber dann nehmen sie den Film, machen die quasi in dem Video in so einen kleinen Fernseher rein, verzerren noch die Spur. Ich meine, wer guckt sich sowas an überhaupt? Also, es gibt ja so diverse Tricks, wie man das drauflässt. Es gab mal so, wenn du irgendwie so Hörspiele hast, dass du die auf halber Geschwindigkeit hochlädst, dann einfach den Player doppelt und dann ist es wieder normal, aber dann erkennt das die. Ich glaube, das geht auch nicht mehr. Aber es ist halt. Ja, aber zum Beispiel, also mich stört mittlerweile jedes Mal, wenn ich einen Kurzfilm oder irgendwas Szenisches auf YouTube gucke und da gibt es zum Beispiel aktuell den Fanfilm Aliens The Last Stand. Kommen wir auch noch gleich zu. Da fällt mir halt persönlich immer wieder also YouTube komprimiert ja alles und komprimiert das auch ein bisschen kaputt. So gerade wir wissen das ja auch dadurch, dass wir auf YouTube arbeiten, dass zum Beispiel bei den Farbverläufen, gerade so in den Schatten und so weiter, dass da immer Artefakte entstehen. Also wenn man mal drauf achtet, das Bild kriselt dann so komisch. Es gibt so schwarze Blöcke. Genau. Also das Schwarze ist, die Schwarzwerte sind einfach furchtbar. Furchtbar, absolut furchtbar. Und das kommt halt durch diese Komprimierung von YouTube, und die ist zum Beispiel auf Vimeo tatsächlich einfach besser. Und ich kann deswegen auch schon allein deswegen auf YouTube keine Filme mehr gucken. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie das mit diesen Dingern ist, die man bezahlt, die man wirklich kauft. Also ich hoffe einfach, dass das da besser ist. Habe ich gerade nicht im Kopf. Ist auch lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß auch nicht, ob die dann vielleicht da die Bitrate irgendwie hochgeschraubt haben extra für. Ja. Aber so gerade, wenn ihr zum Beispiel einen Kurzfilm macht oder sowas, dann denkt doch einfach darüber nach, das vielleicht auch auf einer anderen Plattform hochzuladen, sodass man diesen Farbfilm aber das nicht hat. Das Problem ist halt der Reichweite. Ne? Ja, natürlich. Ne? Bei den Bitplänen möchte man natürlich irgendwie mitmachen. Ja, aber was ist mit Preisen? Also habt ihr im Überblick, was ihr gerade so im Monat
bezahlt dafür. Und für alles? Ist das schmerzhaft? Oder wann wird es schmerzhaft? Also ich glaube, für uns, also generell für Filmfans, ist es halt so, ist es auch ein Hobby halt. Da investiert man ein bisschen gerne, um halt viele Filme sehen zu können und viele Serien sehen zu können. Aber sagen wir mal, für Otto Normalverbraucher, ich möchte mal einen Disney-Film gucken, ich möchte mal Stranger Things gucken. Ja. Das verteilt sich ja so, das ist ja. Also ich glaube, da wird es irgendwann mal in irgendeiner Form, wahrscheinlich gibt es jetzt schon Programme, Apps und so weiter geben, die dich immer wieder daran erinnern, oh ja, jetzt könntest du mal das kündigen, jetzt macht ihr das. Und ich habe auch immer mehr gelesen, dass Leute das genauso handhaben, dass sie halt so Streaming-Hopping machen, dass die beispielsweise sich dann einen Monat lang Disney Plus holen, das auch direkt kündigen, sodass das am Monatsende dann genau, du gegessen ist. Du kaufst das und kündigst dann direkt danach. Genau, das. Und dann machst du einen Monat Netflix und dann machst du einen Monat Sky, dann machst du einen Monat, wie gesagt, Filmtastic oder was auch immer, dann einen Monat Behind the Tree und dann einen Monat Pornhub Premium, weil das muss ja auch mal sein. Und einen ganzen Monat. Und dann kauft man sich für einen Monat einen VHS-Player, dann kauft man sich einen Monat lang irgendwelche Amateurdarsteller, die sich im Wohnzimmer irgendwie was machen. Dann macht man noch mal einen Monat lang, kauft man sich irgendwelche Tiere und lässt die gegeneinander kämpfen im Wohnzimmer. Dann, ich bin gespannt, wo es hinführt. Ne? Hey, dann, langsam wird's. Langsam werden die Ideen ausgedünnt. Dann muss man auch mal einen Monat sparen und macht so Schattenspielchen. Dann isst man ja, also so mit den Händen, ne? Und lässt so einen Vogel durch die Prärie fliegen. Dann macht man einen Monat lang. Ja, dann ist aber auch schon wieder ganz viel neuer Kram auf Disney Plus und dann holt man sich wieder einen Monat Disney Plus und dann geht das Ganze wieder von vorne. Also ich habe in meinem Freundeskreis macht außer mir jeder so. Mhm. Und es gibt ja inzwischen schon so Paketdinger. Also du kannst. Ich glaube, wenn du Sky holst, kannst du auch Netflix dazu haben. Ja, also, Ahnung, wie viel mehr es kostet, aber ja. Ich glaube nicht, dass du die ganz großen Player das machen werden. Also, du wirst, glaube ich, nicht Disney mit Netflix und Amazon in ein Paket bekommen, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ich glaube, das wird irgendwie nicht stattfinden. Also, mal kurz zum Reminder: die letzte Preiserhöhung hat im April 2019 stattgefunden. Mhm. Und momentan kostet so ein normales Abo, ich glaube, 7,99 Euro. Das ist Basis bei Netflix. Also, 8 Euro im Monat und. Du hast das, jedes kostet so viel. Mhm. Und dann kommen die ganzen Filme dazu, die nicht im Kino laufen. Da kommst du auf viel Geld. Und dann meckern Leute, dass ein Kinofilm teuer ist. Also, es wird noch ein teurer Spaß, weil es sind ja nicht die letzten Plattformen. Es kommen ja noch wahrscheinlich noch ein paar mehr. Wir haben noch keinen HBO Plus. Stimmt, oder Max. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist. Die rechte Situation ist da viel zu kompliziert, dass da irgendwas mal kommt. Dass das in den nächsten Jahren passiert. Das glaube ich, im letzten Podcast ja auch irgendwie war das was. Universal oder Warner, irgendwie will ja auch noch ein. Mhm. Auch sowas wie Hulu gibt es ja hier noch nicht. Also, nein. Aber hat jemand von euch schon mal Apple TV Plus gehabt? Nee. Also, da sind ja alle, alle keine Apple. Ja, da gibt es aber schon ein paar Sachen auch, die mich durchaus reizen. Und ich bin kurz davor. What? Also, ich denke. Klar, da gibt es Exklusivinhalte. Ja. Irgendwann, spätestens in einem Jahr, wirst du eh auch darüber nachdenken müssen. Wenn, also für so einen Monat dann mal, aber irgendwie so das dauerhaft. Was war nochmal das ganz große Ding, was von denen kommt? Das mit Jason Momoa, wo die Leute alle blind sind. Ja. Ja, da gab es noch, glaube ich, Apollo 11 oder 13 im Film. Ja, ich meine, eine Riesensache war, dass die. Trisolaris-Geschichte ist nicht Apple TV Plus, ne? Nee, das ist. Was weiß keiner. Das weiß niemand. Ich weiß nicht. Es gab noch was. Nee, Jeff Goldblum, die Serie ist bei Disney Plus, oder? Mhm. Wo der einfach nur redet über. Ich weiß also nicht, Jeff Goldblum entdeckt die Welt oder so ein Kram. Das interessiert mich auch überhaupt nicht. Nee, ich finde das auch so, alle 10 Jahre wird Jeff Goldblum bei. Jeff Goldblum ist cool, aber es ist so overhyped. Oh, Jeff Goldblum, guck mal, wie er in dem Hulk-Film, der eigentlich ein Thor-Film ist, so cool ist. Ist ja gar nicht. Es war nicht Trisolaris, es war Foundation. Die Foundation-Serie kommt auf. Stimmt, ist ein Apple TV Exclusive. Das ist eine legendäre Sci-Fi-Reihe von Asimov. Ne? Ja. Asimov ist es, ja, genau. Und hat die moderne Sci-Fi mitbegründet. Ja. Gut, aber ich habe es tatsächlich noch nie gelesen. Du hast gelesen, ne? Ja, ich habe es gelesen. Kann ich jedem ans Herz legen. Ist wirklich großartig. Und einfach das ist auch sowas, das spannt sich über tausende Jahre. Ah, schön. Ja, ist doch immer schön. So wie die Inzestgeschichte. Ich bin da aber echt skeptisch. Ja. Das ist wirklich riesig. Aber man kann das schon so machen, weil das immer in so Abschnitten spielt, innerhalb, dann spielt es wieder ein paar tausend Jahre später. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das pro Staffel quasi immer so einen Zeitabschnitt abdecken kann. Ja. Aber auf einer Skala von 1 bis 72, wie viele Punkten würdest du den Foundation-Büchern geben? In deiner persönlichen, so, du achtest mal nicht auf das, was die Serie, was die Bücher ausgelöst haben und deren Einfluss und sowas, sondern so ganz, du hast gelesen. Von 1 bis 72? Ja, wie sehr hast du es genossen?
Ich hab die tatsächlich verschlungen. Deshalb, ich würde ihm schon eine 70 geben. Eine 70, ja. Das ist schon verdammt gut. Hast du denn eine 72? Was ist bei dir eine 72? Ja, sowas wie, also nicht die komplette Game of Thrones-Reihe, aber hier das dritte oder vierte Buch, Storm of Swords. Auf jeden Fall das dritte. Das vierte war eine Katastrophe. Das ist eine 72. Das vierte ist meiner Meinung nach eine 40. Ich mag das vierte Buch. Ich mag das vierte Buch wirklich. Hey, soll man diese 72er-Skala nicht auch bei den Kritiken jetzt? Ja, aber 72. Aber beim dritten bin ich auch bei 72. Also das war wirklich eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und Trisolaris fand ich auch, kommt auch schon relativ nah dran, die Trisolaris-Trilogie. Hashtag 72 in die Kommentare. Genau. Okay. Okay. Ja, genug über Netflix geredet, würde ich sagen. Kommen wir zu den Kurznews. Da auch ganz kurze News, wo wir jetzt beim Thema Streaming-Plattform waren. Bill und Ted 3 war für einen Tag im Kino. Ja. Jetzt könnt ihr den Film schon auf Amazon kaufen, und zwar für 15 Euro. 15 Euro. Okay. Ja, krass. Ja. Also könnt ihr da einfach streamen, ja. Hat denn schon einer von euch gesehen? Nee. Nee, okay. Also leider auch nicht. Total schade, weil ich mag die ersten beiden Filme sehr. Ja, aber das ist halt auch so ein Tag im Kino und jetzt halt so, ich fand das so ein bisschen, what? Also ist wahrscheinlich auch nicht der Film, der so, oh, der muss ich unbedingt im Kino gucken. Sondern das ist wahr. Vielleicht eher so ein Ding, ja, geil, ich guck eins und zwei zu Hause und dann direkt hinterher den dritten. Ja. Aber auch wieder 15 Euro. Ja, das ist auch wieder so ein Opfer der Corona-Krise, würde ich mal sagen. Man kann natürlich sagen, okay, für 15 Euro kann ich den auch mit 10 Leuten gucken zu Hause. Mhm. Aber trotzdem. Ist halt eine Frage, was der gekostet hat. Und man muss 10 Freunde finden, die noch was mit Bill und Ted anfangen können. Wer hat denn 10 Freunde? Oh! Ja, das nur kurz zu Bill und Ted. Du kannst ja deine Facebook-Freunde einladen. Ich habe vor kurzem wurde bei mir durch den YouTube-Algorithmus wieder so ein 9 Jahre altes Video von Spiegel TV über Facebook. Die Facebook Party von Tessa, die Veranstaltung ihrer Geburtstagsparty öffentlich gemacht hat, Wo dann tausende Leute nach statt 50 irgendwie 5000 kamen oder was auch immer. Ja, ja. Wo halt andere Leute noch Leute anladen konnten. Wo das Dorf vollgemüllt wurde und so. Ja, ja, das ist so richtig. Ihr müsst das mal anschauen. Das ist keine 10 Jahre her, aber es wirkt wie so eine komplett andere Zeit. Die wilden 90er. Ja. Auch noch eine ganz kurze News. M. Night Shyamalan Ding Dong. Ja. Der gute Shyamalan. Komm, sprich ihn einmal richtig aus. M. Night Shyamalan. Der hat einen neuen Film in der Pipeline. Der hat einen neuen Film in der Pipeline. Oh. Und zwar kommt old? Der. Wie hieß der? Hey, das wollte ich gerade droppen. Aber der hat den jetzt gedroppt und ein Artwork gedroppt. Das können wir nicht zeigen, weil es ist ein Podcast. Aber was heißt gedroppt? Beschreib es. Der ganze Film ist raus? Nein, er hat die erste. Klar, er hat ein Bild gepostet. So. Da steht er am Set mit einer Maske an und hat die Klappe in der Hand. So. Mhm. Und der Film heißt Old und kommt am 21. Juli 2021. Warum ist das Hauptdarsteller Marius Stolz? Warum ist das eine große Sache? Also, ich versuche das gerade moderativ für diejenigen zu erklären, die vielleicht in der Filmwelt mit dem Namen Shyamalan nicht viel anfangen können. Drop es. Soll ich? Ja, drop es. Also, er ist halt ein Regisseur, der Boah, siehst du, wie Alper drippt? Viele Fans und viele Hater hat. Hater. Seine Filme springen ja auch hin und her zwischen genial und, oh Gott, allen voran der Avatar-Film. Bei ihm ging es erst so steil bergauf. Genau. Und dann ging es Und dann kam das Mädchen aus dem Wasser. Und dann kam irgendwann kam Happening. Village fand ich noch gut. Oh, nee. Da scheiden sich die Geister. Ja, aber dann kam auf jeden Fall Avatar. Aber Happening ist schon Wie hieß dieser blöde Will Smith-Film. Oh, du meinst After Earth. After Earth, das war dann so der. Der war für ein After. Ja. Ja. Und dann hat es wieder langsam angefangen. Nee, dann kam erstmal The Visit. Dann kam The Visit, wo wir bei Cringe sind. Also, ja, aber das war noch trotzdem, es war viel besser als viel besser als. Also, das war wirklich für die vorherigen Filme. Und was kam dann? Dann kam Split. Split und Glass. Und Split und Glass sind, glaube ich, so. Und der Old sind so in seinem aktuellen Deal mit Warner. Achso, man sollte natürlich noch erwähnen, dass er The Sixth Sense und Unbreakable Science gemacht hat. Genau, und die drei Filme finde ich zum Beispiel alle sehr toll. Mhm. Aber ja. Ich glaube, mit Warner hat er so einen Deal. Okay. Dass er drei Filme macht und das sind die letzten. Und Old ist jetzt quasi letztens im Deal. Old, ja. Young and Gouda heißt dann die Trilogie. Gouda. Oder Old ist dann so eine Fortsetzung von After Earth oder so. Oh Gott, ja. Es gibt eine Nachricht von Avatar 2. Ja, der ist Avatar fertig 2 gestellt, ist ne? Abgedreht. Abgedreht. Ja, aber jetzt, abgedreht. Leute, der hat jetzt über 10 Jahre gebraucht für den zweiten Teil. Der wurde seit 2017 gedreht.
Der sollte eigentlich schon vorher produziert werden und 2014 eigentlich schon ins Kino kommen. Mhm. Aber James Cameron hat so eine riesen Wurst draus gemacht. Wenn der nicht wieder die Filmlandschaft revolutioniert. James Cameron macht das jetzt schon, indem er komplett grün produziert, ne? Also zu 100%. Mhm. Und, er hat das auch gedroppt, die Info im Zusammenhang mit einem Talk bei irgendeiner Öko-Konferenz mit Arnold Schwarzenegger, hat er da getalkt über, über Videokonferenz. Er hat gedroppt, er hat getalkt. Er hat getalkt, er hat gedrippt, er hat gedroppt. 100% von Avatar 2 sind ready to go for the cinema im December of 22. Okay. Am 14.12.2022 kommt Avatar 2 in die Kinos und das ist Avatar 3 ist zu 95% fertig. Und werden ja back-to-back produziert. Er hat auch gedroppt, wie viel Zeit ihn Covid-19 gekostet hat. 4 Monate ungefähr sind verloren gegangen an Zeit. Er hätte schlimmer sein können. Aber krass, dass er jetzt auch. Ich glaube, alle Produktionen werden komplett. Unsere Produktion ist um ein Jahr verschoben worden. Das stimmt. Aber krass auch, dass er jetzt quasi 2 Jahre Zeit hat für die Postproduktion von dem Film. Weil eigentlich stehen zwischen Drehende und Postproduktion. Aber der Film besteht ja aus Postproduktion. Ja, der hat 3 Jahre lang Leute vor Greenscreen gestellt. Aber die Postproduktion fängt ja bei ihm ja auch schon viel früher an. Das stimmt. Parallelproduktion. Apropos. Produktion, große News. Zu einer Produktion. Zu einer Serienproduktion. Und zwar Herr der Ringe. Ja. Ist die erste Klappe wieder gefallen zu den wiederaufgenommenen Dreharbeiten in Neuseeland. Nice. Die hatten sowieso eine Drehpause geplant, wegen der Wetterbedingungen. Dann kam Covid-19 und hat diese Pause etwas verlängert. Die haben die Zeit genutzt, um ein bisschen an den Drehbüchern für Staffel 2 zu feilen und wahrscheinlich auch noch ein bisschen was nachzudrehen für 1. Aber auf jeden Fall, ja, es wird weitergedreht und die Serie soll weiterhin 2021 auf Amazon gedroppt werden. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also, Hast du eine hohe Erwartung, ja, Jonas? Mehr, ich weiß es nicht. Herr der Ringe. Weiß es nicht. Auch eine 72? Die Bücher oder die Bücher? Die Bücher. Oh, Bücher. Nee, nicht ganz. Nee. Eher so eine 10. Nö. Oh, ich sag mal so eine 65. Eine 65. Ich mag die Skala. Da kann man einfach mal so, einfach wie so in so einen Gemüseschrank kann man reinkalten und sich Gemüse rausholen. Ich bin aber auch bei 65 bei den Büchern. Ja. Ja, so. Und der kleine Hobbit? Ich sag nichts. Das Buch mag ich sehr. Echt? Ja, sehr sogar. Da bin ich aber, also ganz ehrlich, ich bin da auch bei 65, so 64. Nein, ich mach 60, sagen wir 60. Ich sag 64, ich mag das Buch sehr. Ja, bei einer 40 oder so. Und, 40? Ich hab jetzt auch das Silmarillion fertig. Mhm. Dem würde ich so eine. Also ohne Herr der Ringe und ohne Hobbit, dann würde ich ihm nicht so viel geben. Aber das ist Als Begleitwerk. Ach, so eine 60. Okay. Ja. Ist interessant, wenn man weiß, woher das alles kommt. Wir sollten diese 72er-Skala echt bewahren. Hashtag 72 in die Kommentare. Und man muss auch immer wieder dazu sagen, dass das natürlich nicht einbezieht, was für einen Einfluss diese Werke haben und wie bedeutsam die tatsächlich sind. Da sollte es noch so einen Bonus geben, aber keine Zahl. In so ein Faktor einfach. Ein Faktor. Nicht in Zahlen ausgedrückt. Diese 72er-Skala soll ja wirklich nur ausdrücken, inwiefern man selbst mit dem Werk so wie man damit klarkommt. Aber ist da drin. Quasi so, ich habe das als Kind gelesen, das ist für mich so eine Kindheitserinnerung, Geschissel, oder spielt das überhaupt keine Rolle? Das ist eine gute Frage. Das muss man man muss die pure Präsenz des Moment, Buches. Moment, ich habe eine neue Idee. Und zwar, wir machen eine Skala, die richtet sich nach dem Alter. Das heißt, wenn du der Herr der Ringe mit 11 gelesen hast, dann ist die Höchstpunktzahl 11. Ja. Und wenn du es dann nochmal liest, weil ich lese es nochmal, ich bin 29, dann kann ich Punkte bis 29 geben. Ich verstehe den Sinn nicht. Doch, das ist gut. Ja, aber also die Skala, also dann hat er einfach mehr Punkte. Also es gibt eine Grundskala und dein Alter wird draufgerechnet, aber das funktioniert nicht, weil du irgendwann über die 72. Du kommst irgendwann über die 72. Muss ich jetzt wirklich erklären, warum das Quatsch ist? Nein. Nein, das ist gut. Das ist durchdacht. Das habe ich mir ganz lange Es gibt vielleicht noch einen Faktor, der heißt Zentimeter. Ich bin im Jonas-Modus, kann ich nicht mehr sprechen. Sentimentalitätsfaktor. Ja. Das heißt, wenn du es als Kind gelesen hast, kriegst du ein paar Punkte abgezogen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir lassen das. Also, das zählt nicht zur Skala. Also, nein, nicht wir lassen das, sondern dieser Sentimentalitätsfaktor, dieser Nostalgiefaktor und der Einflussfaktor und so weiter zählen alle für diese 72er-Skala nicht, sondern einfach hattest du Bock, als du das gelesen hast. Ja, aber als Kinder ja anders Bock. Und dann guckst du es noch was.
Ja, natürlich. Der Bruchfaktor. Ja, dann musst du es halt so im Nachhinein noch mal korrigieren. Okay. Ja, absolut. Dann sagst du einfach, vor 10 Jahren war es vielleicht nur eine 60, aber heute ist es eher eine 50. Also, man hat die Zahl, also sagen Jonas hat die 72 hier für ein Buch, aber dann muss er hinterher sein Alter noch schreiben. In Klammern steht immer das Alter. Weißt du? Herr der Ringe, dann 11, 70. Herr der Ringe, das Geschlecht, 50, oder was? 29. Das spielt keine Rolle. Dass man das auch noch aufdröselt. Ja. Als ich noch männlich war, habe ich den. Aber was würdest du denn Dune geben? Dem Buch. Dem Buch? Ja. Auf der 72er-Skala? Ja. So eine. War das schwierig, weil ich habe es halt einmal so als Jugendlicher gelesen, dann nächstes Mal. Siehst du? Ja, ja, ich versuche das. Aber ihr sagt einfach, wie viel ihr eben als Jugendlicher gegeben habt und wie viel als Erwachsener. Ja, aber wenn du es schriftlich hast, dann schreibst du in Klammern dahinter dann. Ey, wir haben einen Podcast, warum sollten wir das jemals schriftlich haben? Ich gebe Dune. Es wird ein Buch dazu geben, natürlich. Das Buch heißt 72. Da steht alles in der Welt drin bewertet an der 72er-Skala. Das ist doch offensichtlich. Eine 63. 63? Aber, 63. Also 29. 63, Klammer auf, 29, M, Klammer zu. Schwarzwälder. Aber da muss man dazu schreiben. Muss ja auch das Gewicht dazu schreiben und die Haarfarbe und. Okay, Klammer auf, 29, M, großes D aber und Klammer zu. Würde Jonas nicht Werke, die jetzt so Schwarzwälder-Elemente drin haben, besser bewerten? Also so Inzestbücher, Familienschlägereien. Würde er nicht höher bewerten? Ich glaube, Marius denkt, dass die 72er-Skala objektiv sein soll, wobei sie einfach nur extrem subjektiv ist. Genau, das ist ja das Besondere an der 72er-Skala, dass sie einfach durch und durch subjektiv ist. Wenn wir ja eh schon. Ja. Aber was ist denn mit ich bewerte die 72er-Skala mit einer 60. Also ich bin ja bei ich sag nichts. Also was ist Dune bei dir? Hast du es jetzt durchgelesen? Ich bin immer noch nicht durch. Okay. Ich bin auch noch nicht durch. Ich bin wirklich immer noch nicht durch. Und ich habe auch bei mir will bei dem Buch im Speziellen nicht der Lesefluss entstehen, obwohl das so ein gigantisches Werk ist. Das habe ich aber auch. Ich habe so einen riesigen Respekt davor. Aber ich habe echt meine Probleme mit dem Buch. Ich meine das ganz offen und ganz ehrlich. Aber ich lese immer so in 20er-Seiten-Schritten. Also, ich habe 20 Seiten gelesen, jetzt reicht es mal kurz. Ähnlich. Und es tut mir so leid für alle Fans. Also für alle. Das hat ja nichts mit dem Buch zu tun. Ja, eben. Aber ich bin bist du dann so jemand, der das Buch zuklappt und sagt so: Nee. I don't like sand. Was? Ich bin aber bei 59 da. 59. Ja. 59. Aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht durch. Ja, dann kannst du noch keine abwägen. Aber die ersten Seiten sind in 59. Ich habe es halt aber auch zum Beispiel nicht als Jugendlicher gelesen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich es lese. Und was war deine Frage? Ich habe gerade im Gehirn. Du hast nicht eine Frage gestellt? Du hast mich doch gerade was gefragt. Die ersten Seiten sind in 59. Die ersten Seiten? Also, wo du bist, sagen wir mal so. 500 noch was bin ich. Also, okay, dann sind das die ersten. Ja. Aber, ist ja schon der Muad'Dib? Ja. Okay. Ja, das Spoiler, ist ja schon der Muad'Dib und es denken sich alle, nein, ich weiß, dass er der Muad'Dib ist. Ich fand die Bedeutung sau witzig, als ich dann erfahren habe, wofür das eigentlich wirklich ist. Das ist ziemlich witzig. Ach, das ist sehr am Anfang, oder? Nee, es kommt. Aber es steht hinten drin. Das steht auch nicht hinten drin. Im Glossar steht auf jeden Fall drin, was der Muad'Dib eigentlich ist. Das Tier? Ja. Ja, ja, das steht drin. Achso, dann habe ich das übersehen. Aber ich habe das erst halt im laufenden Text. Ist nicht das coolste Tier. Warum? Ja. Warum? Das ist mein Lieblingstier. Das ist mein Sternzeichen. Jonas verprügelt dich gleich. Sternzeichen Muad'Dib. Das sollte man ja auch wieder einführen. Das Horoskop muss ja kein Backfire. Das hatten wir lange nicht mehr. Okay. Wir haben noch quasi eine News, beziehungsweise Thema, was du schon eben angeschnitten hast. Und zwar, ein Fanfilm ist rausgekommen. Und zwar Alien The Last Stand. Ja. Ist ein Film. Den hat ein Dude gedreht aus Deutschland. Felix Berner und Dietrich Jopp. Genau. So, nee, komm, jetzt, wo ich die Namen schon angedeutet habe, muss es da nicht stehen, oder was? Okay. Nee. Das ist ein Film, der sich natürlich im Alien-Universum bewegt. Und es ist ein Fanfilm. Und es geht um Marines, die gegen Aliens kämpfen. Du musst allerdings auch dazu sagen, dass drei Leute mitspielen, die in Aliens mitgespielt haben. Sigourney Weaver. Nein. Aber das Alien. Die Newt-Darstellerin zum Beispiel, die das Mädchen gespielt hat in Aliens. Ja, hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Ja. Also die Sache ist die, das muss man dazu sagen, der liebe Felix Berner hat Kontakt zu mir aufgenommen und sein Kollege heißt, sorry, ich will das jetzt auch nicht James Cameron. Dieter Joppich, sorry, so hieß der
der Kollege, der das, also die beiden haben das gedreht und man muss sich halt vor Augen führen, dass das ein Film ist, den zwei Typen in der Garage gedreht haben. Hauptsächlich vom Greenscreen, so wie ich das verstanden habe. Und das quasi ohne Budget, soweit ich weiß. Und ja, die deutsche Presse macht sich, reißt den Film wirklich sowas von hart auseinander. Und der Schöpfer ist tatsächlich ziemlich gefrustet deswegen und sagt, sag mal, ist euch eigentlich nicht klar, dass das eine Garagenproduktion ist, in der wir es geschafft haben, drei der Originaldarsteller für den Film wieder vor die Kamera zu kriegen? Ich meine, die Nude-Darstellerin ist keine Schauspielerin, die hat seitdem, glaube ich, soweit ich weiß, nicht noch mal was gedreht. Das ist schon krass, muss man so sagen. Also die haben zwar viele kleine Handlungselemente versteckt in dem Kurzfilm, in diesem kurzen 10-minütigen Film, das darf man auch nicht vergessen. Hat jetzt aber auch nicht so viel Handlung. Also da wird ein bisschen, also da sind ein paar Marines, die es spielt halt mit dem Nostalgiefaktor. Was kennen wir aus Alien und Aliens und das nehmen wir noch mal und machen so einiges kleines Ding draus. Es ist halt auch ein Fanfilm, das darf man einfach nicht vergessen. Aber die, ich verstehe aber auch seinen Frust, dass dann die deutsche Presse hingeht und sich sowas von darüber lustig macht und so, dass ja, ist halt auch nicht die feine Art, könnte man meinen. Wie fandst du ihn denn? Fand ich ganz, also für einen Fanfilm fand ich ihn ganz cool soweit. Also, halt, wie gesagt, dieser Nostalgiefaktor von wegen, die ganz klassischen Elemente sind drin, die Marines, hier kommt das Alien, das Raumschiff, was so ein bisschen lost ist und sowas. Ja, also dem ganzen Film hätte natürlich gewisse Charakterbildung noch gut getan. Also, wenn man jetzt einen Hauptdarsteller rausgepickt hätte, den man so ein bisschen mitfühlen kann und sowas. Da merkt man, wie sehr sowas fehlt, ne? Ja, da sieht, auf jeden Fall. Aber hey, das sind 11 Minuten. Ich habe jetzt nicht 2 Stunden mit irgendwas gewastet. Und zahlt kein Geld dafür, so YouTube eben, kostenlos. Genau. Könnt ihr euch gerne angucken, Cool. Cool. Gut. Ich mag Alien. Ich mag Aliens. Alien ist cool, vor allem, als der mit dem Finger geleuchtet hat. Das waren die Kurznews. Wir kommen jetzt zu den Filmstarts. Chestburster nach Hause telefonieren. Stell dir vor, in dem Schuppen wäre nicht E.T., sondern echt ein Alien drin gewesen. Und er ist so Alien ins Gesicht. Wir brauchen ein Alien-E.T.-Crossover. Aber in welche Richtung? Das Alien in E.T. oder E.T. in Alien? Stell dir vor, John Hurt ist vor diesem Ei und da kommt einfach nur so ein leuchtender Finger raus und statt ihm ins Gesicht zu springen, so tipp, tipp. Stell dir mal vor, auf und der, auf dann der, nehmen die das mit und dann schlachten die das selber. Aber stell dir mal vor, auf der Nostromo wird Sigourney Weaver von dem E.T.-Alien gejagt. Witzig. Und er ist zu süß, er ist zu süß. Er ist zu süß, ja. Ich finde auch süß. Wer ist aber nicht. Wäre doch mal auch ein interessanter Stoff halt aus der anderen Perspektive. Menschen finden ein Alien und das ist halt die Hölle für das Alien, also was in E.T. ja quasi auch so ein bisschen ist, aber aus der Perspektive. Das ist eine Film, die Alien finden einen Menschen. Ja, und vielleicht sind die so super lichtsensibel und deshalb wollen die immer umbringen, weil die einfach dunkel haben wollen. Genau. Ja. Okay. Ja. Oder sie sind, für sie ist menschlicher Sabbersäure. Ja. Oder, das ist wie in einem N-Night Shyamalan Ding Dong-Film, nämlich Wasser ist bad für die. Ja. Und deswegen wollen die Menschen weg haben. Oder es sind Aliens, die eh im Weltraum leben und kein da gibt's ja auch keine Geräusche, da gibt's ja keine Akustik und durch die Geräusche, die ein Mensch macht, ja gut, das ergibt aber auch keinen Sinn. Aber vielleicht schämen die sich einfach so krass und deshalb kommen ja auch diese Facehugger, weißt du, die verdecken dann die Sicht, dass die nicht sehen müssen, weißt du? Ja. Weil die sich einfach schämen, wenn Leute die angucken. Nein, das ist, ich glaube, die Facehugger sind eine Metapher so von wegen Menschheit schämlich, also wirklich so Facepalm. So. oder diese Aliens haben, die reagieren ganz allergisch auf menschliche Geschlechtsteile. Und aber dieser eine Mensch, den die gefunden haben, ist halt zufällig der große Exhibitionist von Hausach, der immer auf Kinderspielplätzen sich entblößt. Oder der ist so Hardcore-Nudist. Und die denken jetzt, alle Menschen sind so. Und so wie der eine, kennt ihr noch diesen Comic, diese Gespenstergeschichten? Da waren immer so, die hatten so, glaube ich, so ein schwarzes Cover und Gespenstergeschichten. Ja. Aber eine Geschichte, dass Aliens auf die Welt kommen und dann sind die in so einem Vergnügungspark, also auf einer Kirmes oder sowas, und da ist halt so eine Gruselbahn und dann fahren die da mit und dann gruseln die sich und sehen, dass die Menschen drüber lachen, so was? Die fürchten sich nicht vor dem Sensenmann? Und dann sagen, nein, diesen Planeten will man nicht angreifen. Ja, das ist geil. Das ist sehr gut. Kommen wir zu den. Und der Film heißt einfach nur Human.
Human. Ja. Okay, ja. Starts. Starts. Okay, es passiert ja auch gar nicht so viel. Auf Netflix starten am 2. Oktober jetzt alle folgenden Filme, die ich droppe auf Netflix. Das hört sich witzig an. Also, es ist eine Horrorkomödie, die auch ihre Premiere jetzt anscheinend auf Netflix feiert. Also, der Film ist aus dem Jahr 2020. Und der heißt Vampires vs. the Bronx. Jugendliche kämpfen gegen Gentrifizierung und Vampire. Klingt nach geiler Blaxploitation. Klingt nach Dings, wie heißt das? Der Film ja, mit Blocks. Boyega. Blocks. Attack the Block. Attack the Block. Ach so, ja, stimmt. Ja. Das muss ich dann denken. Also, da geht es in dem Film darum, dass Aliens so in eine Wohngegend angreifen und da kämpfen dann auch so die Jugendlichen. Ja, Attack the Block ist geil. Attack the Block ist witzig. Der sieht, die sehen auch creepy aus. Die haben so leuchtende Zähne. Das geiles ist Design witzig, auf jeden Fall. Ja. Und ja. Wenn es auch so cool wird mit Vampiren. Dass wir nochmal. Achso, noch eine Sache, sorry, die ich jetzt. Nee, die ich allgemein in den Kommentaren gelesen habe. Wir sollen immer, was wir immer machen, ist, wir reden über einen Film, nennen erst den Titel, dann reden wir darüber und dann werden die Leute heiß auf den Film und wollen sich das notieren, aber dann sagen wir den Namen des Films nicht nochmal und die müssen zurückgehen. Deswegen lass uns mal versuchen. Nee, deshalb lass uns das weiterführen. Vampires vs. The Bronx. Genau, lass uns mal Filmtitel darüber reden. Filmtitel. Wir machen so ein Audio-Wasserzeichen rein, immer so. Vampires vs. The Bronx. Ihr müsst darüber reden. Jetzt, seit während das aber droppt. Leute, Vampires noch ein Tipp. Da gibt's einen. Vampires vs. Halt mal die Bronx. Schnauze. da gibt's einen Typ, der heißt, glaube ich, XYOUS oder sowas. Und der macht immer sehr detaillierte Timestamps unter unsere Videos, wo auch jeder Film drin steht. Also schaut am besten mal auf YouTube vorbei. Da hat er dann so eine 50 Zeilen mit allen Filmen, die wir machen. Was machen wir, wenn Emma keinen Bock mehr hat? Aber nein, er ist inzwischen halt auch Legendenstatus. Also, ja, das ist auch so. Absolut wahr. Man wartet darauf, dass er guckt. Und ja, was machen wir, wenn er mal keinen Bock mehr hat? Dann müssen wir ihn wohl einstellen. Oder wir klonen ihn. Wir klonen ihn. Das ist die einfachste Sache. Ja. Ein weiterer Film startet am 2. Oktober auf Netflix. Der kam allerdings, glaube ich, schon im Kino und der heißt Judy und ist ein Porträt über Judy Garland mit Renée Zellweger, Jesse Buckley und Finn Wittrock. Habe ich nicht gesehen. Ist auf IMDb so, glaube ich, mit 6,8 bewertet. So, aber wer Judy Garland 6,8 ist nicht so schlecht. Judy Garland hat auch, soweit ich weiß, eine relativ tragische Geschichte. Ja, sehr tragische Geschichte, die in Hollywood schon jung drogensüchtig. Gemacht wurde er und in also eine wirklich sehr traurige Geschichte, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei Judy Garland definitiv so war. Ja, ja. Das ist ja auch so ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Fun Fact über, über sie. Ja, ja. Aber ja, das ist, sobald der Name Judy Garland fällt, dann ist auch mal das. Ja. Ja. So. Was gibt's denn noch? Ein Film, zu dem ich nicht aufgeschrieben habe, um was es geht, aber er heißt Du machst das schon. Und der Originaltitel ist Jonas als Fremdsprachenprofi. Spanisch. Aite en cargo. Aite en cargo. Spanisch. Ich weiß es nicht. Und es geht um jemanden, der motiviert wird, etwas zu tun. Die Verfilmung von Chaka. Das ist das Vagste, was ich je gehört habe. Auf jeden Fall. Also in dem Film gibt es auf jeden Fall einen Konflikt. Ja. Und eine Figur, die auf diesen Konflikt reagiert. Es geht um Alex und der ist Werbedesigner und der möchte Vater werden. Und seine Frau will nicht, weil die ist Anwältin und ist Karriere. Und da gibt's Clash. Genau. Und dann kommt ein Gast dazu und dann sind beide überfordert. Du machst das schon. Hört sich an wie, als wenn jemand beim Akt ruft, komm, du machst das schon, mach ein Kind, komm, mach das schon. Darum geht's. Okay. Okay. Entfernen wir uns aus Marios Schlafzimmer zurück zu dem Kinostart. Auf Amazon startet am 27.09. Also wann kommt dieser? Das läuft schon. Diese Woche schon angelaufen, selbst als wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ist es nicht sogar letzte Woche? Nee, Sonntag. Sorry, am Sonntag. Am Sonntag lief an I See You auf Amazon. Ist das nicht dieses? In einer scheinbar idyllischen amerikanischen Kleinstadt verschwindet ein 12-Jähriger spurlos und Detective Craig Harper leitet die Ermittlungen und steht unter Druck. Darum geht's. In ICU. Okay. Okay. Am 30.09., also von uns aus gesehen morgen, wenn ihr den Podcast hört, vorgestern. Aber wie konnte dann der 27. Sonntag gewesen sein? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Alles, was du redest, ich habe auch das, was du vorgelesen hast, nicht verstanden. Der 27. ist ein Sonntag. Akustisch, hast du das verstanden? Der 27. ist ein Sonntag. Ja, 27. Der 27. ist ein Sonntag. Wann kommt denn dieser Podcast raus? An was für einem Tag? Am Freitag. Und das ist der 2. Oktober. Okay. Ich verstehe. Und also der 30. ist morgen, also Mittwoch. Okay. Also am Mittwoch lief an
Kartoffelsalat 3. Das was? Musical. Ach so, stimmt, das war, die haben quasi Teil 2 übersprungen, direkt Teil 3. Thor hat gesagt, es wird niemals einen zweiten Teil geben. Ja, ja. So witzig. Ich bin so witzig. Alter, der Fresh Talk ist ein nicer Dude. Wir kennen ihn. Sehr netter Kerl, ja. So wie Mel Brooks Verrückte Geschichte der Welt Part 1. Und Part 2 gab's nie. Ja, Nackte Kanone 33, ein Drittel. Alien 33 für Fünftel. Boah, Alien 72, der perfekte Film. Ja. Oh. Alien 72. Okay. Im Kino gibt's aber auch noch was. Und zwar, ich weiß nicht, ich habe überlegt, ob ich diesen Witz mache, aber machen wir einfach mal. Also, es kommt der Film, der heißt Gott, du kannst dein Arsch sein. 16-Jährige bekommt Krebs, darf nicht auf Klassenfahrt gehen und ihr Vater ist Til Schweiger. Jetzt finde raus, was das Schlimmste an der Sache ist. Wow. Wow. Dann reist sie aus und macht einen Roadtrip mit einem Zirkusdude, der einen strengen Vater hat. Der Film soll überraschend gut sein. Ja, aber Til Schweiger spielt ja auch, glaube ich, nicht so ein direkt. es geht um diese 16-Jährige, genau, die quasi Coming-of-Age-mäßig, Selbsterfahrung. Ja. Roadtrip-mäßig unterwegs ist. Ja, aber der Film soll tatsächlich, also ich habe den leider noch nicht sehen können, aber der soll ja wahnsinnig berührend und toll sein, habe ich jetzt schon mehrmals gehört von aus verschiedenen Ecken. Kann das selber noch nicht bestätigen. Punkt. So leid es mir tut. Machst du eigentlich. Moment, also würdest du eher sagen, der Film sollte heißen Alper, du kannst dein Arsch sein? Machst du auch immer diesen Witz, wenn jemand sagt so, oh Gott, und dann sagst du, du kannst mich auch Alper nennen. Auch Jonas nennen. Aber das ist, so ein zweideutiger Titel, so von, boah Gott, du kannst schon so ein Arsch sein, oder Gott. Ja klar, ja, natürlich. Okay. Ja. Oder wenn Leute so zwischendurch cool sagen, sage ich immer so, danke. Was? Wenn Leute was machen? Wenn Leute irgendwas sagen, so cool oder nice, dann sage ich, danke. Okay, cool. Danke. Bitte. Es kommt ein weiteres, nennen wir es mal Drama, niemals, selten, manchmal. Die 17-Jährige. Nein, immer. Nein, niemals, selten, manchmal, immer heißt das. Ja, genau. Habt aufgepasst. Die 17-Jährige Autumn lebt in Pennsylvania und mit einem recht normalen Leben. Verstehst du irgendwas? Was ist los mit deinem Mund oder so? Man versteht kein Wort. Ja, es geht um eine 17-Jährige in Pennsylvania, die schwanger wird ungeplant. Die hat aber einen Supermarktjob. Das ist und dann wird sie ungewollt schwanger und den Rest könnt ihr in der Kritik von gestern anschauen. Korrekt. Richtig. Wir haben das gestern in der Kritik besprochen und ich habe auch gesagt, warum dieser Film absolut großartig ist und einer meiner persönlichen Must-Sees dieses Jahr. Ich fand den niemals sehr selten, gut. Manchmal immer. Okay. Genau, also man muss sich das so merken von niemals wenig. Selten, das ist manchmal, immer. Ich finde den Titel, der heißt auch im Original genauso, Never, Rarely, Sometimes, Always. Ich finde den Titel schwierig, man kann sich den nicht merken, man kann auch sich nicht vorstellen, worum es darin genau gehen wird, aber wenn man den Film gesehen hat, dann versteht man die Titelwahl ein bisschen besser. Es ist eine wahnsinnig aus einer der besten Szenen des Films und es ist ein toller Film. Absolut groß. Es wird auch im Trailer so ein bisschen erklärt, woher das kommt. Ja. Sie wird gefragt, was passiert in ihrem Leben und sie muss diese Fragen beantworten mit niemals, selten, manchmal, immer. Ah. Genau, es geht um Schwangerschaftsabbrüche so im Allgemeinen und auch gerade für junge Frauen in den USA. Es ist ein sehr politischer und sehr ernster Film und sehr berührend, also wer jetzt irgendwie sich sagt, boah, ich hab Bock auf Kino, ich hab Bock auf anderthalb Stunden Unterhaltung, einfach einen klassischen Kinofilm gucken, Blockbuster oder sowas, für den ist das natürlich nichts. Für alle, die aber auch mal einen ernsten Film annehmen möchten, die haben mit niemals selten manchmal immer einen Film zum Bewundern. Also habt ihr mitgeschrieben, niemals selten manchmal immer. So. Den Titel muss man tatsächlich öfter sagen, ja. Und was noch läuft, ist The Trial of the Chicago 7. Hat ihr den schon gesehen? Nein. Okay. Da geht es um Demonstrationen während des Vietnamkriegs, also gegen den Vietnamkrieg. Und die Polizei geht gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Aber statt halt Polizisten anzuklagen, werden 7 Demonstranten vor Gericht gestellt. Das ist ein echter Fall aus den 60er. Wann war der Vietnamkrieg? Kann ich jetzt nicht sagen, habe ich im Kopf. Aber ich glaube, 1965 bis 1973. Und das Ding ist, ich habe nachgeguckt, also zu der Zeit war halt Lyndon B. Johnson US-amerikanischer Präsident. Und ich wollte kurz gucken bei Wikipedia und ich habe, seine Wikipedia-Seite ist auf Alemannisch. Und ich weiß, also es gibt einige Wikipedia-Seiten auf Alemannisch. Und das macht das alles so lächerlich. Es gibt ja auch. Ich hab's hier. Erst wir, dann du, richtig. Also, Dr. Lyndon B. Johnson ist der 36. Präsident von oh Gott. Der USA. Xi. Was heißt denn Xi? Xi, das
also wenn jemand etwas war, Xi. Gewesen ist. Dischte Alper, also Xi. Gewesen, ja. Oder was? Ja. Quasi, ja. Okay. Er ist als Demografo 1961 bis 63 Vizepräsident Xi. Denn ist er für den ermordet John F. Kennedy Präsident wurde. Das Amt hätte er bis 1960 inne K. Warum sind wir jetzt von diesem ultra ernsten Thema? Vor allem wurde durch seine Bemühungen der Vietnamkrieg verschärft. Kannst du uns mal aufklären, was die Chicago Seven gemacht haben? Oder wofür die. Also, hab ich ja gesagt. Also, die wurden als Redelsführer für gewaltsame Ausschreitungen der Demonstranten angeklagt, obwohl es eigentlich Polizei also sind die damals, ich mein, Polizei Xi. Aber sind die nicht sogar schuldig gesprochen worden? Das erfährst du im Kino, wenn du die Geschichte nicht kennst. Das ist aber wirklich passiert. Das ist Geschichte. Aber du kannst dich auch im Kino überraschen lassen. Hier, Jonas, lies es bitte richtig vor. Der Lyndon B. Johnson ist der 36. Präsident von der USA Xi. Er ist als Demokrat von 1961 bis 1963 Vizepräsident Xi. Denn ist er für die. Boah, das ist schon hart. Ist nicht einfach, das zu lesen. Ja, komm, mach weiter. Komm noch den. Dann ist er für der ermordet John F. Kennedy Präsident geworden. Okay. Okay. Warum ist das? Hast du dir das so als Gag überlegt vor der Folge? So als ganz interessant, dass es. Das aber es gibt auch Simple English und ja, aber Simple English hat einen Sinn. Natürlich, ja. Aber heißt das, es gibt Leute, die verstehen einfach kein Hochdeutsch und sind im Schwarzwäldle und das ist ja alles nicht auf Schwarzwäldle. Ein paar Leute von zu Hause schreiben auch in Dialekt. Das ist ganz, das kann ich nicht, da wird mir ganz übel. Du kannst das nicht? Nee. Ah, okay. Nee. Mein Cousin zum Beispiel. Grüße gehen raus an Cherry. Cherry! Der Cherry! Ja. Okay, ja. Kommen wir kurz zu den Serienstarts. Passiert gar nicht so viel. Auf Amazon startet die zweite Staffel von Doom Patrol. Ich habe noch nichts von Doom Patrol gesehen, muss ich sagen. Ich ein bisschen, war nicht meins. Ist das nicht sowas auch mit so Super? Ja, natürlich, alle sehen es. ebenfalls auf Amazon die dritte Staffel von Shooter. Habe ich auch noch nicht gesehen. Die Serie von dem Film mit Mark Wahlberg, ja. Quasi. Ich habe auch noch gar nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, wie man eine komplette Staffel ausmachen kann, weil das basiert ja auf einem Buch, eigentlich, der Film. Echt? Das glaube ich, wusste ich oder? Noch nicht. Shooter? Ja, ist das so? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall, ja gut, auf jeden Fall Staffel 3. Ich kann es gerne schnell nachgucken. Mal in die Kommentare, wer die Serie gesehen hat, ob die empfehlenswert ist oder sonst was. Ich fand den Film nämlich eigentlich ziemlich cool. Der war sehr unterhaltsam. Ja, den im Kino gesehen, fand ich sehr gut. Da war diese eine Szene, das hat mich so richtig, da war ich mal richtig geflasht, weil ich glaube, der ist von 2008. Mhm. Da gibt es diese eine Szene mit der Selbstmordmaschine, wo die quasi so eine Konstruktion auf den drauf machen und dann führt er sich quasi mit der Konstruktion die Waffe an den Kopf und erschießt sie. Ja. Boah, das fand ich so gruselig. Das fand ich richtig gruselig. Ja. Vor allem, es gibt einen Ingenieur, der das gebaut hat. In diesem Bootshaus oder sowas. Genau. Ja, genau. Also, das basiert auf dem Buch Im Fadenkreuz der Angst von Stephen Hunter. Siehst du. Der kann nur so, jemand, der Hunter heißt, kann solche Bücher schreiben. Im Fadenkreuz der Angst ist auch geil. Ja. Ja. Aber auch, also geht recht frei mit dem Buch um. Ja. Ja. Ich hab's nicht gelesen. Ich auch nicht. Ich kannte es ehrlich gesagt nicht mal. Auf Netflix starten auch zwei Serien, und zwar Guten Morgen, Veronika. Es geht um eine Polizistin, die zwei Mordfälle auf eigene Faust untersucht. Also, aus welchem Land kommt die Serie? Ist das eine deutsche Serie? Nee. Veronika schreibt sie auch mit so mit C und einem Strich drüber. Ja, sowas. Ist das Spanisch? Ich weiß nicht, ob es spanische Serie ist. Ich habe keine Ahnung. Veronika. Und Emily in Paris. Kommt eine Amerikanerin, wird angestellt, um eine französische Marketingfirma den American Way zu zeigen. Nochmal was? Amerikanerin wird eingestellt, um einer französischen Marketingfirma den American Way zu zeigen. Also okay. Wie die Sicht für Amerikaner ist, damit die da Produkte wahrscheinlich droppen okay. können. Und Guten so. Morgen, Veronika ist übrigens aus Brasilien. Brasilien. Nachguckt. Ja, das ist ja fast spannend. Das ist fast spannend. Das ist eine komplett andere Sprache. Ja. Kommen wir. Ich habe was zu Jonas. Ich will noch eine Sache sagen, das habe ich nämlich gelernt. Die Freundin von meinem Cousin kommt nämlich aus Portugal und die hat mir was beigebracht. Frau Cherry. An alle Portugiesen da draußen. Vielleicht hört das ja auch der Manu. Stimmt. Moment. Eschboaba. Eschboaba. Was heißt das? Sag ich nicht. Irgendwas Dreckiges. Eschboaba und das ist. Eschboaba. Ist eine Beleidigung, ja? Nee, ist keine Beleidigung. Ist eigentlich ein Kompliment. Aber
schon so ein bisschen wie so. Derber. Ja. Okay. Okay. Hast du hier gerade hier. Eschbuhr. Ist das eine Belästigung vielleicht? Ich bin es beleidigt. Tja, das werdet ihr vielleicht in den Kommentaren herausfinden, falls ich es richtig gesagt habe. Vielleicht. Ja. Okay, wir kommen jetzt zur Zuschauerfrage. Ihr könnt uns unter diesem Video und auf Twitter unter dem Hashtag CinemaTalksBack, ganz wichtig, dass ihr den Hashtag benutzt, Fragen stellen, die wir versuchen zu beantworten. Und da haben wir drei. Nicht eure Mathehausaufgaben. Nee. Das wäre mal witzig. Schickt uns eure Mathehausaufgaben. Ja, genau. Ich wär, boah, wir machen Podcast gar nur Mathe. Ich bin da so raus. Ich wäre so lost. Das ist. Dreisatz ist das Höchste der Gefühle. Dreisatz kriege ich noch hin. Mathe ist ein Ding, das musst du halt üben. Also die ganze Zeit, sonst bist du schnell aus. Aber sobald es zu Ableitung geht und sowas. Ja, boah, das ist super easy. Ja? Ich kann, ja, also ich weiß noch, dass das nicht besonders schwer war, aber ich kann dich doch jetzt nicht mehr. Kriegst du wieder hin. Nee. Warum? Hundertprozentig nicht. Ist das, Bonne, ich sag erst gar nichts. Nee, aber die Ableitung beschreibt Mathe, die Steigung. Mathe-AB habe ich gelernt, um es zu vergessen. Okay. Gut, aber Kinder, Mathe ist cool und wichtig. Ja, also, Mathe drippt. Es gibt ja auch Leute, die finden Mathe geil und man kann auch, denen macht das Spaß, aber mir macht das keinen Spaß. Je älter man wird, desto mehr Flexpotenzial hat Mathe. Oh Gott, ich stehe mir gerade so cringy Lehrer vor die ganze Zeit auch so. Ach ja, und dann, oh ja. Dann drippst du die 6 in die nächste Zeile und dann zeigst du mir deinen Flex. Das war nicht sehr drippy, kleiner Jetzt Drippy Flex. Boy. Okay. Kanaldeckel, die. Hat auf Twitter gefragt. Cinema Talks Back. Welche Regisseurin, welchen Regisseur, der, die bereits verstorben ist, würdet ihr wieder zum Leben erwecken, um zu sehen, wie er oder sie mit heutigen modernen Mitteln Filme macht? Oh, also ich habe wahnsinnig gute Frage. Ich ganz schnell einfach Stanley Kubrick sagen. Ja. Nee, aber interessanter wäre es zum Beispiel, wenn du jetzt hier einen Dings holen würdest. Méliès. Ja. Georges Méliès. Wäre meine Antwort. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Einfach deswegen, das geht viel weiter zurück. Aber ich glaube, der müsste erstmal x Jahre brauchen, sich mit der neuen Technik anzunehmen und dann wäre der Mann wieder tot. Ja, aber das wäre tatsächlich auch ein guter Film, in dem Georges Méliès, bekannt zum Beispiel aus Hugo, für eine breite Masse wieder zu Leben erweckt wird. Und Bill und Ted 4. Ja. Revenge of genau, John. Genau. Josh Méliès wird in die Gegenwart geholt. Würde ich aber tatsächlich wissen. Er ist ja Magier, Schrägstrich, Filmemacher. Was der heute mit den Mitteln machen würde. Vielleicht wäre es aber auch gerade deswegen nicht so interessant. Mhm. Weil oder Alfred Hitchcock, was wie der heutzutage so einen Thriller oder sowas inszenieren würde. Boah, stell dir mal vor, aber Alfred Hitchcock inszeniert den nächsten Fast and Furious-Film. aber eigentlich Pets 3. Genau. Oh Pets 3 von Alfred Hitchcock. Aber Pets mit so mehr Alfred Hitchcock sei wäre wieder cool. Ja, oder wie wäre es mit Susi und Strolch, Live-Action-Adaption von Alfred Hitchcock? Oh Gott. Aber eigentlich kannst du ja jeden größeren, bekannteren Regisseur oder jede bekanntere Regisseurin nehmen und das anwenden. Ja. Eigentlich passt das ja auf absolut jede. Aber wenn ich mich auf eine Person entscheiden müsste, ich sag schon, würde ich nämlich auch sagen, weil das halt so weit zurückliegt, absolut. Wo die Welt noch komplett anders war. So eine Stanley Kubrick-Fassung von American Psycho. Ja, wäre interessant. Ich würde mal gerne eine Marius Stolz-Version von American Psycho sehen. Eine 1:1 Buchadaption. Jede Seite wird. Oh Gott, die Produktbeschreibung. Nein. Kommen wir zur nächsten Frage. 2001, A Film Odyssey, fragt: wie bewertet man So Bad It's Good Filme? Ja, gute Frage. Ja. Das mit der 72er-Skala. Mit der 72er-Skala. Die ist sehr gut dafür, ja. Die ist echt sehr gut dafür. Ja. Ich glaube, das ist einfach eine persönliche Sache und in welchem Zustand man gerade ist. Ja. Wenn du einen Scheißfilm guckst, du bist nicht so drauf eingestellt, einen Scheißfilm zu gucken, dann ist der scheiße. Aber du kannst einen Scheißfilm gucken, bis also, Scheiß drauf allgemein, Einstellung und dann ist das ein witziger Film. Also. Wie bewertet man Filme? Wie willst du überhaupt Objektivität in einem emotionalen Medium? Also ja, das ist ja recht einfach, wie man einen Film bewertet. Ja. Also, guckt euch unsere Kritiken an und adaptiert die Meinung einfach. Genau. Genau. Denkt gar nicht erst nach, sondern das, denn was wir sagen, ist ab jetzt auch das, was ihr sagt. Wir als öffentlich-rechtliches Medium diktieren euch nämlich, was ihr zu denken habt. Wir wissen das ja auch besser. Ja. Das ist ja auch definitiv so, das muss man ja auch erstmal sagen. Also deswegen kassieren wir auch Gebühren. Gerne. Natürlich, absolut. Also, das ist ja persönlich, wir kommen vorbei und voll. Säckchen auf. Und wir arbeiten. Das ist euer neues Credo. Genau. Wir wissen es besser. Wir haben gelernt von der Scientology-Schule des Lebens und sagen euch, was ihr zu denken habt in den Kritiken. Und ich meine, also um die Frage von, sorry, sagst du mir nochmal den Namen von dem Nutzer.
Was? Den Namen vom Nutzer? Ja, der die Frage gestellt. 2001 A Film Odyssey. Ach ja, genau, 2001 A Film Odyssey. Du bist ja noch auf Stufe 1 des der CSB des CSB Levels. Des CSB Drips. Genau, des CSB Drips. Also du bist noch relativ, trocken. Genau, du bist noch sehr trocken. Wet werden. Genau, du wirst immer wetter mit den diversen. Also wir machen ja einen Workshop, der kostet 7.000 Euro. Das klingt jetzt nach viel, aber wenn du, ich meine, wenn das dein Leben verändert, ne? Wenn es dein Leben verändert, dann ist es natürlich nix. Habe ich 7.000? Ich meinte 70.000. Sorry, ich habe mich um eine Stelle. Eine Million. Das ist ja Level 7. Und dann gibt's ja noch Level 8 und dann. Dann weißt du, wie das. Wenn er dahin kommt, dann sehen wir mal weiter. Dann kommt vielleicht noch Level 9. Dann erst beantworten wir auch die Frage. Ja, aber also um mal die Frage wirklich zu beantworten. Ernsthaft? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Okay. Persönliche Sache. Jetzt kommt noch eine ganz, ganz wichtige Frage und die geht eher so in Jonas, weil er ist Pro. Meister Gumrungyong fragt: Ist David Wagner der richtige Trainer für Schalke 04? Oh ja, das bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ist das eine Fangfrage und da ist gar nicht der Trainer von Schalke 04? Tja, Jonas. Ich weiß es. Weißt du es, Marius? Was da? Ja. Okay. Du hast es ja auch recherchiert. Ja. Jonas, du bist dran. Dann sage ich mal, dass der ist nicht der Trainer von Schalke. War er mal der Trainer von Schalke? Ja. Wann? Seit wann ist er nicht mehr Trainer von Schalke? Seit 2012. Die richtige Antwort wäre gewesen seit 2 Wochen. Oder eine Woche. Der ist vor kurzem rausgeflogen. Ja, ich lebe halt noch ein bisschen in der Vergangenheit. Ja, also für jeden, der Schalke-Fan ist, ich bin ja der Einzige, der hier Fußball ein bisschen tatsächlich verfolgt. Für alle Schalke-Fans da draußen, ihr habt mein. Die haben 8:0 gegen Bayern München verloren. Ja, korrekt. Ja, das Bayern weiß ich. Richtig. Und das ist krass. Also ich glaube, man kann ganz objektiv sagen, es ist vielleicht der am schlechtesten gemanagte Verein in ganz Deutschland. Ja. Und ihr wisst auch, wer der ehemalige Vorstandsvorsitzende war. Ein gewisser Herr. David ja. Oh, okay. Ja. Ich habe gedacht, David Blaine. Nein, nicht David. Warum auch immer. Nein, nicht der. Aber ja, um die Frage zu beantworten, ich sende euch Kraft in diesen schweren Zeiten, liebe Schalke-Fans. Jetzt kommt eine Frage. Findest du, wie war die Frage eigentlich nochmal? Ob David Wagner der Coach. Findest du, dass David Guetta der richtige Coach ist für Juventus Turin? Weißt du, wer der Trainer von Juventus Turin ist, Jonas? Das ist auch eine bekannte Persönlichkeit, ein ganz neuer Coach. Giuseppe. Einer der bekanntesten italienischen Fußballer aller Zeiten. Andrea Pirlo. Korrekt. Echt? Ja, der hat jetzt sein drittes Spiel mit Juventus Turin. Nämlich Andrea Pirlo. Ich wurde nämlich 2006 bei der WM, hat er Deutschland gegen Italien gespielt. Ja. Und da hatte ich längere Haare. Und da haben die mich immer Pirlo genannt, weil er auch lange Haare hatte. Ey. Und dann haben die mich, wollten mich immer schlagen, mobben. Weil, Mobben. Wie in Mobbing der Film, ja. Weil ich aussah wie er. Ich sah nicht aus wie er, ich hatte lange Haare, das war alles. Was ist denn das für ein affiger Scheiß? Also, erstmal ist das einer der größten Fußballer, die diese Welt je gesehen hat. Einer der intelligentesten Fußballer, die diese Welt je gesehen hat. Und auch noch, sage ich ganz offen, ein extrem gut aussehender Kerl. Wie kann man dafür gemobbt werden? Aber das ist in Hausach bleibt's in der Familie. Genau. Du Opfer, du siehst aus wie Jason Momoa. Also, ich finde das total absurd, das als Grund anzubringen. Ja, gut, aber vielleicht, weil Italien ja Deutschland rausgekegelt hat, vielleicht deswegen. Einfach das war einfach nur. Ja. Sie haben eine Person gebraucht, wo sie ihren Frust aufnehmen. Das ist übrigens so ein Fußballer, der mit jedem Jahr seines Lebens, und das ist, passiert nicht, das passiert ganz selten, im hohen Alter immer besser wurde. Der war mit 38, hätte ich im hohen Alter. Ja, also, ja, für einen Fußballer ist 38 sehr hohes Alter, aber so in dem Alter war der besser als so mancher Mitte-20-Jährige. Und wann hat er aufgehört? Vor ein paar Jahren. Also, wie alt war der dann ungefähr? 40 oder was? Das ist so spezifisch, weiß ich es nicht. Weißt du, wie alt Miro Klose war, als er aufgehört hat? 32. Nee. 36 wahrscheinlich oder so, ne? Bestimmt, ich weiß es nicht. Okay, aber ich weiß nur, dass Miro Klose auch relativ alt war, als er aufgehört hat. Also für Fußballverhältnisse. Okay, warte. Das ist so. Und dann kommt der Trainer mit einer Schrotflinte und dann war so: Das war's, Miro. Ja, also er wurde mit 38 hat er aufgehört. Genau. Und er hatte seine Zeit von 2011 bis 2015, war er nochmal bei Juventus und das war vielleicht seine beste, also mit seine beste Zeit. Es gibt immer so funny Statistiken bei so EM, WM, so von wegen, da weiß ich noch irgendwo, ich weiß nicht mehr wer, ich weiß nicht mehr wann, aber es war so, oh, die haben die jüngste Mannschaft irgendwie mit durchschnittlich 20 Jahren, da gab es irgendwie so eine uralte Mannschaft, so durchschnittlich
32, also keine Ahnung. Kann sehr gut sein, dass also er hatte so komplett seine komplette Nationalmannschaft, glaube ich, gegen komplett junge Spieler ausgetauscht, um einfach, boom, die ballern einfach raus. Ja, das war ganz lange, das macht Ajax sehr gerne zum Beispiel. Aber die Profis sagen auch nicht Juventus Turin, sagen Juve. Juve. Die alte Dame sagen. Oh, ja. Nicht die Grand Dame? Ja, da gibt's ja. Wer ist die Grand Dame des Fußballs? Wer die Grand Dame, da würde ich Louis van Gaal. Ja, Louis okay, van Gaal hat die beste Meisterrede für den FC Bayern gehalten der Welt. Ich bin ein Firebeast. Ein Kuss an alle Moodies von den Trainer von der FC Bayern. Ja, van Gaal ist eine Legende. So, ja. Der gibt's ja, ging ja auch mal ganz lange durch die Medien, dass er von seinen Töchtern gesiezt wird. Aber das ist das ja gar nicht so. Ja, genau, ja. Weil in Niederlanden, die wissen auch, was Ordnung heißt. Werden alle Eltern gesiezt. Das ist wie im Schwarzwäldle. Ja. Aber Jonas, ich liebe es, mit Jonas über Fußball zu reden. Das so, weil Baris kennt sich ja immer noch dann so hier und da doch noch mal ein bisschen aus. Ich wusste. Da war ich gerade sehr beeindruckt. Aber ich war der einzige italienische Spieler, der wurde gemobbt. Weil du aussiehst wie Pirlo. Hast du dir mal einen Brief geschrieben, dass du wegen ihm gemobbt bist? Dass ich meine, Jonas ja vielleicht so Einlaufjunge werden können oder sowas. Ja. Vor allem wird Andrea Pirlo gemobbt, dafür, dass er Andrea heißt. Da lachen bestimmt ein paar Leute drüber, aber. Ja, in Deutschland. In Italien lacht er, glaube ich. Andrea Berg. Was? Ja. Okay. So wie Donatella. Donatella! Oh, ich hoffe, Comedy revolutioniert gerade. Wow! Mic drop. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie. Danke für die Fragen. Stellt uns weiterhin Fragen unter Cinema Talks Back auf Twitter und unter diesem Video. Und nächste Woche. Diese Diskussion wird nur dazu führen, dass Leute immer weiter Fußballfragen stellen. Fußballfragen, schick uns Fußballfragen. Wie oft welcher Fußballverein ist denn 72? Bitte? Nochmal was? Fußballverein ist eine 72. Ich weiß, also, das, ich weiß was er sagt. Natürlich, natürlich. Aber immer. Selbstverständlich. Aber nein. Du bist ja kein Erfolgsfan, ne? Du bist ja nee. Herzensfan. Ja, hundertprozentig. Ja. Schon immer gewesen und werde ich auch immer sein. Ja, Erfolgsfan vom FC Bayern. Tatsächlich. aber ich als wirklich, also so großer Fan, wie man von diesem Verein eigentlich nur sein kann. Sage dir ganz offen, dieser Verein ist bei weitem nicht jederzeit eine 72. Ich überlege gerade. Was man da teilweise durchleben muss, ist einfach schrecklich. Ich überlege gerade, ich hatte mal in der Grundschule ein FC Bayern-Mäppchen. Mhm. Und ich überlege gerade, ob dieses Mäppchen älter ist als Jonas. Oh, krass. Das heißt, ich wäre länger Bayern-Fan als Jonas auf der Welt. Ja. Oh. Jonas, was ist denn dein Fußballverein? Was wird der SC Freiburg. Tatsächlich? Das ist halt so am nächsten an Haus. Okay. Nenn mir einen Spieler von FC Freiburg. Ich könnte dir noch nicht mal sagen. Ich kenn dir auch keinen Spieler von FC Freiburg. Ronaldo. Aber ich verfolge die Bundesliga auch nur wirklich sehr am Rande. Ja, ich gucke auch immer nur Premier League. Also ich persönlich finde, dass das die beste Liga der Welt ist. Attraktivste zumindest. Aber was auch geil ist, ist halt dritte Liga. Weißt du, da wird noch Fußball geballert. Wisst ihr, wer da aufgestiegen ist? Schalke. Türkgücü München. Das ist der türkische FC Bayern. Die aber tatsächlich nur so zwei, drei türkische Spieler haben. Was heißt Türkgücü? Türkgücü heißt so tatsächlich über, also einzeln sowas wie Türkenkraft. Oh, Türkenpower. Aber auf Deutsch wäre es noch geiler. Türkenkraft München. Türkenkraft München. Das wäre richtig Hammer. Ja, das stimmt. Also, du bist Alper Kadir Türkgücü Turfan. Ja, genau. Es gibt ja auch den bekannten türkischen Nachnamen Ertürk, das heißt so der Urtürke. Ja. Urtürke. Wir drei müssen mal an anderer Stelle ohne Witz einen Fußball-Podcast machen. Mhm. Lass das mal machen. Will ich so eineinhalb Stunden lang einfach nur über Fußball quatschen? Mhm. So, vor allem mit Jonas hätte ich da echt extrem Bock. Und ich suche mir so ein paar die lustigsten Ereignisse aus der Fußballgeschichte raus und frag dich da so Sachen ab. Jonas, was schätzt du, wie lange ging das? Das weiß ich zufällig. Wie lange ging das längste Elfmeterschießen der Geschichte des Fußballs? Eine Stunde? Ich meinte so mit Toren. Also, wie lange das tatsächlich zeitlich ging, weiß ich nicht. Aber so, wie viele Elfmeter wurden tatsächlich verwandelt und nicht? Ich kann euch den tatsächlichen Punktestand dann sagen. Also du willst wissen, wie viele Bälle geschossen wurden? Nee, den Punktestand am Ende, wie das Spiel quasi ausgegangen ist nach Elfmeter. Also dann, also okay, ist das mit immer mit das mit muss nur ein Abstand, nicht zwei wie beim nicht okay. zwei halt, Abstand. Du musst in diesem Row musst du halt den Abstand haben. Also guck mal, es werden 5 Elfmeter geschossen, dann wird geguckt, wenn dann Gleichstand ist, dann schießt man immer nacheinander. Okay, also der Endpunktestand war 55, 54. Alter,
Das war falsch. 35-34 war es, glaube ich. Okay. Ja. Gibt es da eine Regel? Oder wird einfach echt mal weitergeballert? Es wird so lange weitergeballert. Aber es gibt eine Regel tatsächlich, du darfst nicht einen Spieler alle Elfmeter schießen lassen. Da wird im Team tatsächlich durchgewechselt. Das darf ja auch der Torwart mal schießen. Genau. Und dann aber gerade. War es nicht so, dass Manuel Neuer besser Elfmeter schießt als. Ey, Riesenrespekt dafür, dass der bei der. Ich weiß nicht mehr, welches Turnier das war, einfach den dritten Elfmeter genommen hat und selber geschossen hat. Das ist das. Das ist voll krass. Dann muss er ja danach wieder ins Tor laufen selber. Das ist wie früher auf dem Bolzplatz. Ist gesund so, du hast nicht getroffen. Genau. Ja, er kann es dann quasi wieder, ne? Er kann es wieder gut machen, indem er dann einen Ball hält. Ja, weil also er hat verwandelt. Habt ihr auch früher auf dem Bolzplatz bestimmt, wer ins Tor geht, durch Latten werfen? Wir haben gewechselt einfach. Okay, das ist ja. Nee, wer zuerst rein muss. Also, ja, was wir immer gespielt haben, waren drei Ecken sind ein Elfer. Drei Ecken sind ein Elfer, ist klar. Ich finde auch, das sollte im Profifußball wieder eingeführt werden. Ja, auf jeden Fall. Dieses verkackte Holz aus Ecke und dann gibt es so einen läppchen Kick. Früher hat man in den Raum geschossen. Ne? Ich als Fußball. Und dann hat man das geköpft. Und heute, hier ist mein kleiner Kick zum Spieler direkt davon. Ich sag dir rein, das ist so lame. Ich sag dir mal als Fußballfan, was langweilig ist im Fußball: Einwürfe. Immer wenn der Ball ins Aus geht. Immer langweilig. Nee, aber dafür ist doch Hallenfußball, da wird mit Bande gespielt. Ey, sowas wie, kennt ihr Futsal? Was? Futsal? Futsal gibt's wirklich. Das ist eine Abwandlung des Hallenfußballs, der aus Brasilien kommt, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es auch Weltmeisterschaften zu. Und das ist halt wirklich, das wird auch mit einem besonderen Ball gespielt. Dadurch gibt's, das ist ein extrem schneller Fußball ohne Unterbrechung, wo man technisch wirklich auf dem allerhöchsten Niveau spielen muss. Und dass so WMs dazu sind, einfach, das sieht aus wie ein Computerspiel. Aber das beim so Hallenfußball gibt's auch Bande, da gibt's ja keine aus. Doch, die Bande ist aber hat nur eine gewisse Höhe. Ja gut, du darfst nicht drüber schießen. Genau. Aber dann gibt's theoretisch dann wird eingerollt. Natürlich kannst du die Bande als Element ja natürlich benutzen. Auf jeden Fall. Ich fänd's cool, wenn sie eine neue Regel einführen, dass bei jedem Spiel jede Mannschaft eine rote Karte bekommen darf. Und also das macht ja nichts. Das ist eine geile Regel. Was wir mal richtig Dummes gemacht haben, da waren bei uns auf dem Bolzplatz früher richtig viele Leute, aber aus allen Altersstrukturen. Ich glaube, ich war so im mittleren Bereich. Ne? Mhm. Und dann hieß es, komm, wir spielen ohne Regeln. Oh, Alter, das war also meine Erinnerung ist blutig. Weggegrätscht, weggekickt. auf einem Sandplatz. Ja. Sand mit Rasen daneben. Ja, ich habe auch lange auf einem Sandplatz gespielt und du hast halt immer ausnahmslos jedem Spiel immer diese eine Wunde an dem Knie von der Grätsche, die du immer hast. Diese geilen, blutigen Schrammen mit Sand drin. Genau. Das ist richtig geil. Richtig geil. Ich mitreden. Ja? Was, hast du keinen Bolzplatz? Jonas hat mal erzählt, dass er in seinem Leben tatsächlich einmal ein Tor geschossen hat. Ja. Da bin ich sehr beeindruckt. Hast du Hoch 2 gespielt? Hoch 2? Kennst du nicht Hoch 2? Hoch 2? Das Spiel? Was ist das? Also, du hast ein Tor und es ist nicht der 16er-Bereich, sondern der Bereich vom Tor wird so eingekriegt. Ja, da darfst du nicht rein. Und da darfst du aber nur mit dem Volley annehmen. Ja, ja. Und mit dem Trickshot. Ja, das hieß bei uns anders. Das hieß bei uns nicht Hoch 2. Das ist ja Regionalregel. Ja, natürlich. Ja. Aber wie hieß das denn bei uns? 9 Monate hieß das bei uns. Okay. Ja, weil du hast Leben. Genau. Und bei uns, waren das Monate. Ach so, okay. Also, warum auch immer hat man 9 Monate. Punkte am Ende. Ja. Aber das mit Gummis hatten wir beim Tischtennis. Ja. Mit Rundlauf. Boah, ich habe noch einen Lauf mit richtig vielen Leuten. Da standen irgendwie so 20 Leute um diese Platte rum. Ja, ja. Und so Stau. Klick, klick, klick. Aber genau. War geil. Ja, war schon aber Hoch 2 hat auch Bock gemacht. Ne? Aber war immer unfair. Die Leute, die halt im Verein gespielt haben, konnten halt so viel geiler. Ich schieße von draußen, aber ich kann keinen Trick. Ich kann dreimal hochhalten. Ich glaube, das war mein Highlight. Ja, ich war der im Verein dann doch ein bisschen was konnte. Jonas, wie oft kannst du einen Ball hochhalten? Null mal. Nicht mal einmal? Einmal. Ne. Also wenn du einen Ball hoch wirst, ja, ich treffe ihn einmal, dann ist er weg. Ja? Die wichtige Frage ist, sollen wir mal zu CFB kommen, weil ich finde das hier ultimativ langweilig. Nee, ich will aber noch eine Frage stellen. Ist das Schuhwerk, wie ausschlaggebend ist das, um einen Ball hochzuhalten? Ich habe das Gefühl, mit manchen Schuhen kannst du einfach nicht machen, weil der Ball prallt einfach in irgendeine Richtung und du kannst überhaupt keine Kontrolle. Das bist aber hauptsächlich du. Okay. Das war auch eine Frage. Nee, ich könnte auch mit Basketballschuhen Ball hochhalten, aber auf jeden Fall nicht so gut wie mit Fußballschuhen. Okay. Aber Jonas, abschließend dazu noch, möchten wir mal irgendwann Fußball spielen? Nee, auf gar keinen Fall. Bitte. Ich darf nicht mehr Fußball spielen. Aber du darfst zugucken, Kamera halten, Jonas und ich spielen Fußball. Ich würde das so gerne mal sehen. Schiriball. Okay. Doch, Jonas. Niemals. Doch. Das wird niemals passieren. Wenn ich habe meine Fußballkarriere nach der 13. Klasse abgeschlossen. Schade. Aber du könntest das gelbe Trikot gewinnen. Irgendwann, das ist Fahrradfahren, machen wir mal eine Wette und ich werde das gewinnen. Das wird mein Wetteinsatz sein, dass Jonas du mit mir Fußball spielen gehst. Eine Stunde lang. Können wir nicht, aber eine Stunde, das ist halt doch kein Spaß. Ja, aber wenn man zu zweit ein bisschen aufs Tor kickt, ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. Mit Kumpels zu Hause, komm, lass auf den Bolzplatz laufen, der ist 100 Meter von uns entfernt. Ja. Hingelaufen, 10 Minuten gespielt, so, boah,
zurückgegangen und FIFA gespielt. Okay, sorry, dass ich das so habe entgleiten lassen. Na, jeder hat's gefallen, ja, außer Jonas. Ey, fucking fuck, jedes Mal, wenn wir Hashtag Cinema Talksberg machen, kommen immer die Fußballfragen. Das ist doch geil. Und das ist immer auch irgendwas zu Galatasaray. Ja, wir sind halt Profis. Wir sind halt Profis im Bereich. Klar. Auch Jonas, der möchte, hält es ein bisschen zurück, weil sonst würden zu viele Fragen kommen. Aber schön, mal mit euch darüber zu sprechen. Ja, kommen wir. Ich habe auch noch so viel zu Fußball zu sagen. Wie heißt der Torwart von Galatasaray, Jonas? Du wusstest es mal? Ich hab's dir mal erzählt. Also, Janir. Kopf. Der Torwart von Galatasaray Istanbul. Seit 9 Jahren, glaube ich. Gib mir das Land, wo er herkommt. Uruguay. Oh. Der Name beginnt mit M. Mm. Mm. Du weißt Mama. Es wirklich. Du wusstest, man war sehr stolz darauf, dass du es weißt. Du meinst Mbappé? Nein, das ist komplett falsch. Muslera heißt der Junge. Ah, Muslera, stimmt. Du wusstest es mal. Denk egal, einfach, sorry. Muslera werden. Ja. Okay, wir kommen jetzt zu Cinema Flashback. Wir gucken kurz, was wir letzte Woche so geschaut haben. Und ich habe sehr viel passiert. Ich zu nicht. Sagen. Sehr viel Spannendes. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Aquaman hatten wir noch. Also, wir gucken auf Letterboxd, unserem Filmtagebuch. Also, wir überziehen heute ja eh, ne? Ja, da sind wir jetzt durch das Fußballthema schon. Das ist bei den Öffentlich-Rechten auch so. Da überzieht man gerne. Grüße gehen raus an Thomas Gottschalk. Der kommt wieder. Oh, der übrigens, der da wieder. Sind wir bei einer Person, die hart drippt. Ja. Grüße gehen auch raus an World of Wohnzimmer, die wollen den ja immer haben. Die haben den bekommen. Haben den mal ja, kurz, ja. aber kurz, ja. da dürfen sie nichts machen. Sie wollen den in ihrer Show haben. Ja, das stimmt. Ja. Komm, Tommy, rüber. Rüber. Jetzt, wo du es gesagt hast, wird es auf jeden Fall passieren. Jetzt wird es passieren. Ja, komm, wir kennen ihn doch. Natürlich. Ist doch hier. Natürlich. Was haben wir denn? Pelikanblut haben wir eine Kritik zu gemacht. Ja. Ich habe den aber noch gesehen. Jonas hat den auch gesehen, aber interessiert keinen. Doch, stimmst du mir zu? Ja, auf jeden Fall. Ein großartiger Film. Guck dir den auf jeden Fall im Kino an. Der ist echt toll. Der ist toll, ne? Ja. Das ist ein richtig geiler deutscher Film. Horrorfilm. Horror. Nicht vom Trailer irgendwie täuschen lassen. Die Verleiher, habe ich das Gefühl, wissen nicht, was sie da in der Hand haben. Es ist wirklich ein tolles Horrorerlebnis mit einem super Kern, dramatischer. Aber jetzt erwartet nicht so 5000 Jumpscares oder sowas. Das ist ein ruhiger Horrorfilm, finde ich eher. Ja, genau. Okay. Du würdest den auch sehr mögen. Ich guck mir den an. Ja. Schau dir den unbedingt an. Der nächste Film auf der Liste ist Sputnik. Oh, wo wir bei Horror sind. Es ist eher ein Thriller aus Russland. Teil des Fantasy-Filmfests. Das letzte Woche war ja das Fantasy-Filmfest. Da war ich bei einigen Filmen. Ich habe so 7 Filme oder 8 Filme vom Fantasy-Filmfest gesehen. Sputnik ist ein hochinteressanter Film. Da geht es, also das ist wirklich krass, das spielt in Anfang der 80er, mitten im Kalten Krieg. Und es geht um 2 Astronauten, die zur Erde zurückkehren und einer stirbt. Keiner weiß genau warum. Und der andere, ja. Und der Planet wird von Affen regiert. Nicht ganz. Aber der andere ist, der hat scheinbar Amnesie. Okay. Und jede Nacht passiert was mit dem. Space Dementia. Ja, so in der Art. Und es geht um eine junge, ganz besondere Psychologin, die von der Regierung da eingesetzt wird, weil sie besondere Fähigkeiten hat. Es ist wirklich ein saukrass guter Film. Mhm. Ein unfassbar spannender Film mit einer ganz, ganz eigenen Optik. Oh, jetzt kommt das Aber. Sieht großartig aus. Keine 72. Aber das Ende zerstört diesen Film. Wirklich, es tut mir so leid. Irgendwann verliert der sich komplett und kommt zu keinem schlüssigen Ende. Und ich bin wirklich aus dem Kinosaal raus, habe mit einigen Leuten gesprochen. Auch? Nee, das sage ich nicht. Aber und alle waren der Meinung, boah, ey, ich fand diesen Film so geil. Bis zum Ende. Und das macht, und ich hätte sonst den Film auf Platz 1 der besten Filme des Jahres gepackt. So geil fand ich den. Mhm. Bis zur Mitte und dann merke ich schon, oh, irgendwie, wie wollen die das denn hier alles noch irgendwie zu einem Ende führen? Und dann am Ende. Oh Gott. Auch der sinnloseste Twist, den ich je gesehen habe. Also, es ist ein Film, da ist es außerordentlich schade. Mhm. Zeit für einen Wrestle-Cut. Ja. Aber trotzdem sehenswert, weil da gibt es wirklich Bilder und Szenen zu sehen, die einem, vor allem ich droppe das jetzt, aber das ist auch klar, das wird auch aus dem Trailer klar. Es geht um eine außerirdische Spezies und wie die aussieht, ist phänomenal. Also Bilder, die man wirklich Bilder von dir überdauern. Bis in alle Zeit. Cringe Master 4000. Der nächste Film auf der Liste ist Bring Me Home.
Den habe ich gesehen. Oh, der Zombie-Film, ne? Ja. Nee, gar nicht. Der lief auch auf dem Fantasy-Filmfest. Sorry, ich verwechsel das mit Get the Hell Out. Sorry, ich hab's verwechselt. Nee, da geht's um ein junges Pärchen, deren ihr Sohn ist. Seit ihr Sohn. Deren ihr Sohn. Ja, der wohnt da leben. Ich bin jetzt wieder im Dialekt. Wow. Ja, deren ihr Sohn, okay, ja. Ja, deren ihr Sohn ist seit mehreren Jahren verschwunden und die suchen den immer noch weiter, aber der ist halt einfach weg. Und eines Tages kommen sie auf eine heiße Spur. Mehr will ich jetzt nicht dazu verraten. Und der Sohn heißt Home. Nee, das heißt er Bring Me Home. Das erinnert mich ein bisschen an I Remember You. Nee, ist aber komplett was anderes. Ist ein südkoreanischer Film und. Ach, Kindesentführung, ne? Das ist mit der Frau, ist, die. Ja, ist. Doch, das klingelt. Also, jetzt gerade klingelt es bei mir, sorry. Ja, also, dieses Kind ist weg, die, aber die finden dann. Vielleicht finden sie nicht. Mhm. Der Film, der hat mich richtig umgehauen. Der ist, ja? ist sehr ruhig, sehr langsam, aber ich habe echt wenige Filme gesehen, in der wirklich, wirklich alle Figuren böse sind. Also in dem Film geil. Sind wirklich alle Figuren böse. Da merkt man wieder so dieses südkoreanische Kino. Auch wie das Ende dann, was da am Ende passiert und was die Hauptfigur alles erleiden muss. Da merkt man so richtig so, boah, die scheißen wirklich auf alles. Den ist hier Happy-Filme sind denen scheißegal. Aber ich kann auf jeden Fall jedem wärmstens ans Herz legen, wenn man auch ein bisschen auf ruhigere Filme steht. Ich muss aber auch mal kritisch ansetzen, dass ich in den letzten Jahren auf den Filmfestivals auch diverse südkoreanische Filme gesehen habe, die. Ja, aber trotzdem, die haben halt auch auf alles geschissen immer. Also, das ist ja immer so ein wilder Genre-Mix. Teilweise auch zu viel geschissen. Das ist ja auch ein Land, das nur 72er-Filme droppt werden. Wenn ich an sowas wie Doorlock denke oder wie ist der Film The Witness, haben wir zusammen gesehen, ne? War es The Witness? Oh, und, The Witness. Oh, der war. Da waren noch ein paar. Guter Ansatz. Oh, The Witch. The Witch Part The Witch? One Subversion. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Ich sag grad The Witch. Moment mal, The Witch. Erstmal nein und zweitens. The Witch. Aber Subversion. Und vor allem Part One. Das war das Grausige, weil der war. Gut, nee. Sorry, aber das ist wirklich ein extrem guter Film. Jonas hat eine Tendenz gerade zu langsamen Filmen. Wird der alt? Nö, das war einfach, ich wusste gar nicht, um was es geht. Ich habe den einfach geschaut. Wann schaust du noch mal Stalker und kommst auf dann weiß ich, was passiert und es ist mir zu langweilig, dass ich es noch mal anschauen will. Es tut weh. Der nächste Film auf der Liste ist Daniel Isn't Real. Oh, den habe ich auch gesehen. Da geht es um einen imaginären Freund, ne? Genau, das ist, der lief auch auf dem Fantasy-Filmfest. Ich glaube, wir haben uns quasi so. Wir haben die geteilt. Ja, genau. Ja, das dann, wir haben quasi alle gesehen fast. Ja. Aber unbewusst. Ja, tatsächlich. Ja. Daniel Isn't Real, da geht es um einen jungen. Er heißt Daniel. Nein. Der heißt anders, ich weiß gar nicht, wie er heißt, um einen Jungen und der hat eines Tages einen imaginären Freund und der heißt Daniel. Daniel isn't real. Dieser Daniel ist anfangs sehr nett, aber irgendwann, wie man sich so denken kann, wird er böse und sagt dem so Sachen, was er machen soll. Ist das Ganze eine Metapher für Schizophrenie mit Stimmen? Und ja, also es kommt sehr, sehr stark dran. Das spielt dann auch ein paar Jahre später. Dieser Daniel ist dann irgendwann weg, aber er kommt natürlich wieder. Ja. Und das Geilste ist, dieser Daniel wird gespielt von einem ultraschleimigen, ekelhaften Schlangenzunge. Patrick Schwarzenegger. Ah, der Sohn von Arnold Schwarzenegger. Ja. Ja. Also, der ist wirklich so ein richtig, so ein. Der sieht aus wie so ein richtiger Yuppie. Okay. Aber Yuppie. Der hat einen sehr merkwürdigen Kleidungsstil da. Macht er es denn gut? Nein, oh, krass, ja. Nee, dieser Film steht und fällt mit ihm. Mhm. Anfangs ist eigentlich alles gut, aber so die erste Hälfte ist, glaube ich, wie bei Sputnik, ist sehr vielversprechend und ab dann nimmt es halt Wendungen und Handlungsentscheidungen, die halt so blöd sind und das Ende treibt das Ganze dann noch mal ins Absurde. Also, das klingt nach Sputnik, ja. Nee. Also gerade auch, ich hab das quasi hintereinander geschaut und Bring Me Home hat so ein geiles Ende. Mhm. Und Daniel Isn't Real. Da ist halt zwischendurch auch so, das war unfreiwillig komisch, was da passiert ist. Okay. Und das ist halt, das ist halt ein bisschen traurig bei einem Film, der gerade am Anfang echt, der war echt vielversprechend. Der hat auch so einen richtig schnellen Schnitz, geht schnell hin und her. Das war cool. Aber dann verliert er sich so ein bisschen. Ja. Musst du mehr auf das Sequel hoffen. Daniel isn't Lidl. Und Daniel isn't Rewe. Und Daniel Kübelböck isn't Real. Oder
Oder es geht um so einen Typen, der ganz schlecht Fußball spielt und dann Daniel ist in Real Madrid. Genau. Okay, der nächste Film ist Dinner in America. Dinner in America. In einem Wort fantastisch. Bis danach kommt gleich noch ein Film. Es geht um Essen. Deswegen. Bis dahin, auch natürlich. Dinner in America hat mich sowas von verzaubert. Bis zum geht nicht mehr. Es ist durch und durch Punkrock. Durch und durch Punkrock. Es geht um einen Typen, der ist Punkrocker tatsächlich mit seiner Band Psyops. Aber ich glaube, das spricht man ja nicht aus, ne? Psyops. Würde ich auch sagen. Ja. Psyops. Aber Psyops, also einmal. Psyops. Die sagen Psyops auf jeden Fall. Und der ist so halt ein Lebemann, der auch so die Angewohnheit hat, gerne Dinge anzuzünden und alles Mögliche anzuspucken. So ein richtiger Draufgänger-Typ. Und der flieht vor der Polizei, weil sie ihn wegen Brandstiftung suchen. Okay. Und ihm droht eine Haftstrafe. Und er versucht eigentlich immer wieder irgendwo anders unterzukommen. Mhm. Und landet dann über einen gewissen Zufall bei einem jungen Mädchen in ihrem Haus mit den Eltern und dem Bruder, die halt so sehr wohlbehütete Familie ist, und kommt da unter. Also Culture Clash. Culture Clash mal 1000. Aber also es ist so schwer, diesen Film zu beschreiben, weil das einfach ist, der hat so viele Szenen, die im Gedächtnis bleiben. Es ist im Großen und Ganzen, jetzt darf man nicht davon abgeschreckt sein, eine Liebesgeschichte, aber die unkitschigste Liebesgeschichte, die ich je gesehen habe, die komplett mitreißt. Ich fand die Musik großartig, ich fand das Schauspiel fantastisch, ich fand die Szenen waren so skurril teilweise. Der spielt die ganze Zeit mit Klischees. Es gibt kein Aber. Oh, dieser Film, krass, okay. Es gibt kein Aber. Dieser Film, ich fand den einfach toll. Was ist mit dem Mega Essen? Gut. Es gibt immer wieder Punkte in diesem Film, wichtige Szenen, die tatsächlich zum Abendessen spielen. Ja, weil alle zusammenkommen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Flasht das am besten. Genau. Okay. So kann man das sagen. Es ist aber auch natürlich, also dieser Film ist auch eine gewisse, es geht auch satirisch mit diversen Klischees in den USA um und was da politisch passiert, was für Menschen es da gibt und so weiter. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich am fantastischsten fand den Protagonisten, die Hauptfigur, die toll gespielt war und die immer extrem vielschichtig war. Und ich mir aber gleichzeitig auch dachte, boah, ich kenne echt so 2, 3 Leute in meinem persönlichen Umkreis, die sind genauso. Das ist so wie, ne? So, Marius und ich. Ja, genau. Ja. Von mir eine ganz, ganz große Empfehlung. Für mich ein Riesengeheimtipp, Dinner in America. Cool. Großartig. Kann ich mal anschauen. Aber ich vermute, dass jetzt direkt ein anderer Film kommt, der mit M anfängt. Nee, es kommt erstmal They Shall Not Grow Old. Ich habe They Shall Not Grow Old gesehen. Den Dokumentarfilm. Peter Jackson-Film. Was hast du, den hättest du schon gesehen. Nee, den habe ich leider noch nicht gesehen. Ach, du hast ihn gesehen. Ich hatte ihn nämlich, der lief nicht so lange im Kino, und da habe ich den nicht gesehen. Aber ich wollte ihn irgendwie im Kino sehen. Also es geht ja um Material aus dem Ersten Weltkrieg. Das hat Peter Jackson koloriert. Nachsynchronisiert, die Frame per Seconds angepasst, also komplett realistischer gestaltet. Es erzählt so den Alltag in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Aus englischer Sicht. Auch wie es dazu kam, also wie dann die jungen Männer ausgemustert wurden. Aber aus englischer Sicht ist es, ne? Aus englischer Sicht. Und sehr, sehr viele Originalaufnahmen von Soldaten aus der Zeit. Also sehr, sehr viele Audioaufnahmen von den Leuten, die da wirklich dabei waren. Ich finde, es gibt so einen Moment im Film, der so richtig so kraftvoll ist, wenn dann quasi diese Ding reinkickt, diese Restaurierung. Ja. Das ist ein richtig toller Moment. Definitiv. Der hat mich so richtig von den Socken gehauen, weil ich selten so gutes Material aus dem Ersten Weltkrieg gesehen habe. Fantastisch aus, Das sah aus, als hätten die das quasi fast so nachgespielt, weil es halt so klar war, so flüssig, die Farben haben gestimmt. Teilweise sieht man so ein bisschen grisselig und sowas. Meine Güte. Aber dann auch zusammen mit der neuen Vertonung, die haben wirklich dann auch den Soldaten quasi auch so Worte in den Mund gelegt, sage ich mal. Mhm. Also, dass die auch miteinander sprechen in den Aufnahmen. Und die Soundeffekte, das ist wirklich so. Muss man das machen? Das ist ein bombastischer Dokumentarfilm, das schon war. Ich war auch sehr begeistert davon. Peter Jackson, Herr der Ringe, Schöpfer, also von Film. Punkt, Ende aus. Du fandest ihn also auch genauso großartig wie ich. Ich fand ihn auch toll. Okay. They Shall Not Grow Old, so heißt er auch im Deutschen.
Genau. Sie nach sollen dem nicht Satz, so alt wachsen. Das ist ja nach dem, genau, das ist ja nach dem Satz, they shall not pass, dass da ne, die Deutschen nicht vorrücken sollen. War doch darauf bezogen, oder? Das ist, wusste ich noch nicht mal. Krass, wusstest du das? Nee, nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Also, es gibt im Battlefield 1 den. Tatsächlich. Gibt es The Shall Not Pass. They shall not grow old. They shall not pass, they shall not grow old. Ach so, so als Kampf. Ah, okay. Genau, also krass. Das sagt, okay, die Deutschen sollen nicht weiterrücken, also haut rein und. Verrückt, das ist eine zusätzliche Ebene für diesen Titel. Und ich fand den so schon saustark, weil es halt Soldaten sind. Also, und natürlich bin ich 100% sicher, dass es war, aber ja. Ich meine, dass es so ist. Also gerne korrigieren. Mhm. Aber der Shall Not Pass ist eigentlich dieses, ja. Dieses nicht, jetzt weicht nicht zurück, damit die keinen Vorzug kriegen und sowas. Genau. Also, und der so. Shall Not Grow Old ist halt. Die sollen nicht alt werden, ja. Das macht es halt. Genau. Ja. Krass. Der letzte Film in unserer Letterbox ist so Mandibles, ein Man. Film über eine große Fliege. Ich hätte über Dinner in America gesagt, das war für mich der Überraschungsfilm dieses Jahr. Mit Pelikanblut zusammen, wenn es nicht Mandibules gäbe. Mandibles, ich weiß noch nicht mal, ob das ein Wort ist im Englischen. Also der heißt im Original, der ist aus Frankreich, der Film. Der ist Mandibules, ist von Quentin Dupieux. Ein sehr besonderer Filmemacher, der zum Beispiel auch Rubber gemacht hat. Und dieser Film. Der Rubber. Der Reifenfilm. Ja, ja. Der ja, okay. Ist von, schau mal bitte nach, aber der ist zu 99,99999% von Dupieux. Rubber ist ein französischer Film von Quentin Dupieux. Genau, Quentin Dupieux. Sehr besonderer Filmemacher, mit der extrem zum Absurden neigt. Und Mandibules ist da keine Ausnahme. Der Film ist keine 80 Minuten lang. Außerordentlich kurz. Krass, ja. Außerordentlich kurz. Dieser Film, ich weiß auch da nicht, wo ich anfangen soll, den zu beschreiben. Ich war, also im Großen und Ganzen fand ich den großartig. Mhm. Großartig. Eine absurde Komödie. Ich hatte nämlich damals, obwohl ich die Prämisse von Robert ziemlich cool fand, fand ich den Film dann doch ein bisschen lahm. Das ist bei dem hier anders. Mhm. Ich stimme dir da übrigens auch zu. Aber die, hier ist es so: Also, es geht um einen Typen. Der wacht am Strand, der wird am Strand geweckt von einem anderen Typen. Also er lebt am Strand, hat seine Wohnung verloren und hat kein Geld und ist ein ziemlicher Tölpel, sagen wir es mal so. Und der kriegt den Deal angeboten, dass er für, also man vermutet da natürlich direkt illegale Machenschaften, aller Drogendeal oder sowas, der soll einen Koffer transportieren und sonst nichts anderes. Bring bitte diesen Koffer von Punkt A zu Punkt B, stell keine Fragen, öffne nicht den Koffer, öffne nicht den also schau dir den Inhalt nicht an, sondern bring ihn einfach dahin und du kriegst 500 Euro. Und der halt so als armer, also mit tatsächlich Obdachloser, der am Strand lebt, der Deal des Jahres. Problem, der hat kein Auto und er fragt, kann ich das denn nicht zu Fuß machen? Der so, nein, das ist ein Koffer, der muss in den Kofferraum. So wird das nun mal gemacht. Ja. Besorg ein Auto und mach das. Und er klaut ein Auto. Also er geht tatsächlich an die Straße entlang und guckt bei jedem Auto, ob die Tür offen ist. Und er klaut sich wirklich so eine absolute Schrottkiste aus dem aus den 1980ern, über 30 Jahre alt, einfach ein Scheißteil, ne? Fährt dann zu seinem besten Kumpel, der genauso ein Tölpel ist. Und die beiden beschließen, das zusammen zu machen. Und gucken dann mal, hören aber die ganze Zeit Geräusche. Und die, also aus dem Auto. Finden dann raus, okay, es kommt aus dem Kofferraum, da ist bereits irgendwas drin, öffnen den Kofferraum und da ist eine gigantische Fliege. Also eine, das heißt gigantisch. Eine gigantische, also die ist so groß wie dieser Tisch. Okay, also schätz noch mal, wie breit ist der nicht? Ja, wie ist der Durchmesser dieses Tisches? Aber eine wirklich sehr, sehr absurd große Fliege, ja. Und was macht man damit? Die beschließen, diese Fliege zu dressieren, zu trainieren, damit sie mit ihr reich werden können. Geil, das ist ja richtig so, geil. Haben aber kein Geld, haben kein Zuhause. Und es ist so geil, es geht halt wirklich auch darum, dass sie ja zumindest mal einen Zehner brauchen, um irgendwie sich selbst ernähren zu können, um ein bisschen Katzenfutter für diese Fliege zu kaufen. Beschließen dann, einen Typen auszurauben. Und so wird das immer absurder. Das fängt wirklich an mit diesem, kleinen, schon absurden Auftrag mit dem Koffer. Und es wird einfach immer absurder. Boah, das klingt mega geil. Und der Film ist mega geil. Der ist, also wirklich, ich habe selten bei einem Film schon seit langer Zeit nicht mehr so viel gelacht. Zum einen. Ich habe die Figuren geliebt. Der sah total geil aus, der Film. Ist halt wirklich kurz mit 77 Minuten oder sowas. Und das war wirklich für mich einer der besten Filme des Jahres. Krass, ich war geil. So begeistert davon. Ich hab den vorgestern gesehen und bin mit einem riesigen Grinsen aus der Fresse aus dem Saal raus. Und man darf jetzt allerdings auch kein Jahrhundertwerk erwarten, die Komödie, die die Zeit überdauern wird oder sowas wie Big Lebowski, aber der war einfach, also der war sympathisch ohne Ende. Also schräge Figuren hoch 2, hoch 1000. Okay.
diese Prämisse, die geil umgesetzt wurde, zu einem, da ist das Ende auch fantastisch. Ich habe diesen Film geliebt, wirklich. Also, das ist so auf dieser 72er-Skala. Ich weiß nicht, wie ich tatsächlich den Film dann bewerten würde, aber auf dieser 72er-Skala war das für mich eine 70. Krass. So geil. Also, so viel Spaß hatte ich mit dem. Wusstet ihr, dass Quentin Dupieux, ja, Mr. Oizo ist? Der DJ? Flatbeat? Da schließt sich gerade ein Kreis, ja. Ich habe den Namen nämlich schon mal in dem Zusammenhang gehört, aber ich hatte das, muss man alles zusammenbringen. Kennst du? Flat Eric? Mr. Oizo oder Oizo. Diese gelbe Handpuppe. Din. Nee, gar nicht. Das kennst du nicht. Jonas ist zu jung, oder? Din. Das war der, heißt das. Das ist immer noch Dings. Also Mr. Oizo. Mega cool. DJ. Ja. Und er dreht gerade seinen nächsten Film. Jetzt kommen die Französischkenntnisse. Incroyable mais vrai. Unglaublich, aber wahr. Incroyable, aber unglaublich, aber wahr. Ja. Kommt 2021. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, Mandibles, geil. Mandibulis im Original, sorry, falls ich es falsch ausspreche, aber falls ihr die Möglichkeit habt, den zu gucken, macht es unbedingt. Und ich gebe auch noch den Tipp, in dem Fall, guckt es am besten im Originalton. Zeigst du ihm gerade Flat Eric? Ja. Irgendwie kommst du mir ein bisschen bekannt vor. Boah, Jonas. Sorry. Ich muss das. Das ist so geil, der sitzt in seinem Büro und dann macht er so eine Zigarrenkiste auf und holt ein Wiener Würstchen raus. Din. Gleich holst du das an im Büro, das ist deine Pflicht. Auf jeden Fall, wir machen das gleich laut an. Ja, das war's mit Cinema Flashback. Das waren Mandibles, wie gesagt, unbedingt gucken. Cool. Wir machen unsere Hausaufgaben. Wir gucken Jurassic World, die Zeichen. Neue Abenteuer. Erste Folge. Neue Abenteuer. Ich würde du gehst doch nicht in den Jurassic Park und sagst, ich erlebe jetzt ein Abenteuer, in dem ich von Dinosauriern gefressen werde. Haha. Was ist das? Boah, ich freue mich auf jede Sekunde von dieser Folge. Das wird schön. Ja. Hier verlinken wir euch unseren letzten Podcast und hier drunter verlinken wir euch auf YouTube das letzte Video von Kurz gesagt. Wenn ihr auf YouTube zugehört, könnt ihr jetzt draufklicken. Und wenn ihr auf anderen Plattformen unterwegs seid, dann lasst eine geile Bewertung für diesen ultrageilen Fußball-Podcast da. Und wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke und den ganzen Shit, ihr wisst, wie es geht. Und okay, bis zum nächsten Mal. Sind wir wieder am Stizzle, eure Drippy Podcast Boys. Und denkt an den Pink Purple Podcast und euren Abgeordneten bei Funk. Tschüss! Okay, ciao. Auf Wiedersehen.